Eizelle und Spermium verschmelzen miteinander und die befruchtete Eizelle teilt sich. Genau jetzt wird bestimmt, dass der Embryo mit 2 X-Chromosomen zur Welt kommt. Als Mädchen. Ein mikrobiologischer Augenblick, der bedeuten kann, später bedroht und belästigt zu werden. Oder eins von 650 Millionen Mädchen zu sein, das verheiratet wird, bevor es volljährig ist. Oder als eine von 200 Millionen Frauen und Mädchen mit verstümmelten Genitalien leben zu müssen. Eine Hundertstelsekunde, die in jedem Jahr für 1 Million Frauen bedeutet, vergewaltigt zu werden. Ein pränataler Moment, der 30% aller Frauen zu Opfern häuslicher Gewalt macht. Weltweit. Dass ein X-Chromosom ein freies und selbstbestimmtes Leben verhindert, ist absurd. Deshalb kämpfen wir seit 40 Jahren dafür, dass ein rosa Bändchen nicht dein Leben bestimmt. Unterstützen Sie uns dabei. Born equal, aber nicht immer gleich behandelt, gleich gesehen, gleich sicher, gleich frei. Deshalb ist Frauenrechtsarbeit, Menschenrechtsarbeit so wichtig, wie es vor 40 Jahren war. Denn immer noch gibt es Frauen in Deutschland und auf der Welt, die häusliche und sexualisierte Gewalt erfahren. Gewalt im Namen der sogenannten Ehre, die gehandelt werden wie Ware und in Prostitution versklavt werden, deren Sexualität im wahrsten Sinne des Wortes beschnitten wird. Weibliche Genitalverstümmelung, FGM, ist immer noch ein beißendes Thema. Wir laden Sie heute Abend ein, meine Damen, meine Herren, in dieser Jubiläumsfeier von Terre des Femmes gemeinsam mit uns einen Blick auf die Vergangenheit zu werfen und kleinere und größere Erfolge zu feiern, zu würdigen, die gegenwärtige Arbeit zu betrachten, die Themen und Projekte von Terre des Femmes und vor allen Dingen die Menschen kennenzulernen, die diese Arbeit möglich machen. Ob es Stifterinnen sind oder ideelle Unterstützerinnen, ob es festangestellte Mitarbeiterinnen oder Engagierte sind im Ehrenamt oder einfach Mitglieder in dem Verein, in den Städtegruppen. Wir werden heute viele, viele Stimmen hören. Und in der zweiten Hälfte dieses Abends werden wir einen Blick werfen auf das größere Ganze, wie Engagierte in politischer Arbeit bei Terre des Femmes, in der Öffentlichkeitsarbeit und in Vereinsarbeit zäh und unverdrossen an den wichtigen Themen der Frauenrechte arbeiten, wie kleinere und größere Fortschritte entstehen und welche Baustellen sich weiterhin auftun. Und dann schauen wir noch mal gemeinsam in die Zukunft, aber das ist dann gen Ende. Wir schauen darauf, welche Lebensumstände und Gedankenwelten und vor allen Dingen auch politische und gesetzliche Rahmenbedingungen dafür nötig sind, dass Frauen und Mädchen überall auf der Welt ein selbstbestimmtes und gewaltfreies Leben genießen können. Und wir freuen uns darauf, gemeinsam mit Ihnen zu reflektieren und zu feiern. Ob Sie jetzt hier live vor Ort sind in Berlin, endlich ein ganzer Saal voller toller Frauen und toller Männer, die heute Abend hierher gekommen sind, oder ob es Sie sind, meine Damen und Herren, an den Endgeräten. Und das Tolle ist ja, nach 20 Monaten hybrider Veranstaltung wissen Sie auch, wie Sie mit YouTube umgehen können. Und Sie wissen vor allen Dingen, dass es da die Chatfunktion gibt. Sie können also mit uns korrespondieren während dieser Zeit und unsere Chatmoderatorinnen beantworten Ihnen gerne alle Fragen. Hier auf dieser Bühne beginnen wir direkt, indem wir einen Deep Dive machen, nämlich in die Themen und Projekte. Und da gibt es eine Frau, die ist dafür zuständig, die hat das alles auf ihren Schultern. Gesa Birkmann ist jetzt hier. Und meine Damen und Herren, Sie hier dürfen gerne mal kurz Applaus geben, denn Gesa hat jetzt was Wichtiges vor. Gesa, wir wollen ein bisschen über die Arbeit, über die Projektarbeit und die Themen sprechen. Führ uns doch mal ein. Ja, danke für die herzliche Begrüßung. Ich freue mich sehr, dass ich heute die Arbeit von Terre des Femmes vorstellen darf. Seit 40 Jahren kämpft Terre des Femmes gegen Gewalt an Mädchen und Frauen und für die Abschaffung patriarchaler Strukturen.
Mit internationaler Vernetzung, Öffentlichkeitsarbeit, Pressearbeit und Lobbyarbeit, Aktionen und Förderung von Projekten unterstützen wir Mädchen und Frauen. Unsere Schwerpunktthemen, du sagtest es ja gerade schon, Conny, sind Gewalt im Namen der Ehre, unter anderem Zwangsverheiratung, Gleichberechtigung und Integration, häusliche und sexualisierte Gewalt, denn in Deutschland ist jede vierte Frau von häuslicher Gewalt betroffen. Wir arbeiten international zusammen mit anderen und momentan nimmt uns die Afghanistan-Krise immer wieder den Atem. Für Frauenhandel und Prostitution schlägt unser Herz, um dagegen anzukämpfen, denn Prostitution bedeutet für uns Gewalt an Frauen. Und das Gründungsthema von uns ist weibliche Genitalverstümmelung, eines der schlimmsten Menschenrechtsverletzungen für Mädchen und Frauen. Weltweit sind 200 Millionen Mädchen und Frauen betroffen und in Deutschland sind es rund 75.000. Die Frage ist, wie genau arbeitet ihr? Ja, wir haben natürlich vielerlei Projekte. Und wir treten immer wieder mit der Politik in Verbindung, um sie von unserem Team zu überzeugen, sie zu sensibilisieren. Wir fordern Gesetzesänderungen oder aber auch Verschärfungen und versuchen eben durch Öffentlichkeitsarbeit auch die gesamte Bevölkerung für unsere Themen zu sensibilisieren und dass sie sich engagieren und mit uns für eine Welt kämpfen, in der eben alle Menschen gleich sind. Wir haben ja eben den Film gesehen, Born Equal. Dafür stehen wir ein und das ist unser Ziel. Am besten lernt man am Beispiel und am besten lernt man am Projektbeispiel. Und es gibt ein ganz tolles Projekt, das heißt STARK, Nomen est Omen. Und da denke ich mir, brauchen wir A, den Chef im Ring bei STARK und Gesa, wenn du uns noch mal ganz kurz den Regenschirm aufspannen könntest. Wofür steht STARK? Ja, das Projekt STARK, Töchter und Väter gemeinsam für Gleichberechtigung, haben wir ins Leben gerufen, weil wir wissen, dass auch viele Männer gegen das Patriarchat ankämpfen und für eine Welt mit Gleichberechtigung und ein freies Leben für ihre Töchter da sind. Und in diesem Projekt bringen wir Berliner Väter mit und ohne Flucht, Migrationshintergrund zusammen. Eins verbindet sie, sie haben alle mindestens eine Tochter. Die Väter kommen aus Uganda, aus Deutschland, aus Syrien, aus dem Irak, aus der Türkei oder auch Spanien und Afghanistan. Die Gruppen treffen sich immer ein halbes Jahr lang, einmal im Monat. Und sie tauschen sich zu unterschiedlichen Themen aus. Es ist das Thema Erziehung, Sexualität oder Gleichberechtigung. Bei einigen Treffen sind auch die Töchter dabei und sprechen über Berufswünsche oder auch Rollenbilder. Ja. Das ist so das Projekt STARK. Und ich freue mich sehr, dass wir dazu noch ein bisschen mehr erfahren. Genau. Und der junge Mann, der sich jetzt gerade reingeschlichen hat oder reingeschubst worden ist, ist Muzaffer Kawa. Er ist sozusagen einer derjenigen, dessen Erfahrung als Sozialarbeiter und vor allen Dingen männlicher Ausrufezeichen Sozialarbeit sehr stark in das Projekt eingeflossen ist. Ganz viele, übrigens, wir dürfen uns hier duzen auf der Bühne. Das ist abgesprochen mit allen, also da überschreite ich jetzt keine Grenzen. Und hier sehen wir schon einen ganz offensichtlich glücklichen Vater mit einer glücklichen Tochter. Muzaffer, was ist der Kern der Arbeit, dieser Väterarbeit, damit alle Väter so aussehen könnten? Genau, das wäre sehr schön, wenn alle Väter so mit deren Töchter umgehen. Und zwar, Väterarbeit mache ich als Sozialarbeiter bei der Erziehung- und Familienberatungsstelle in Lichtenberg, ist bei Beratung Fengful. Mhm. Und ich mache das schön mit, seit ein paar Jahren mit Männern mit Migrationshintergrund, die gerade angekommen sind. Und das ist eine Zielgruppe, das gleich abgeschrieben wird von, die kümmern sich nicht um deren Töchter, jeder Mohammed schlägt seine Töchter. Und das ist halt nicht so. Es ist diese Überforderung von ganz vielen Vätern, die hier kommen. Und meine Arbeit war sehr aufsuchend.
aus der Unterkunft rauszuholen und teilzuhaben, sich auszutauschen, in der Gesellschaft anzukommen, nicht beschäftigt zu sein mit Aufenthalt, Schule, Krieg, die ganze Reise, die sie hinter sich haben, die ganze Belastung, die drauf ist, dass Platz gemacht wird für positive Erfahrungen. Wenn die Väter das erfahren, können sie das übertragen an ihre Töchter, an ihre Söhne, in der Familie. Und dadurch entsteht eigentlich die Gleichberechtigung. Und das ist die Väterarbeit, die ich mache. Und dann kommen wir zusammen, wie es mit Terre des Femmes zu das Projekt Stark gekommen, wo halt Papas mit einem Migrationshintergrund und Papas hier brauchen genau dasselbe. Mhm. Es geht ihm um Emotionalität, um in Beziehung zu treten, was viele nicht gelernt haben als junge Männer, um es so zu sagen. Und das tragen wir dann mit später. Und dann kommen wir halt in eine Gesellschaft, habe Arbeit, Wohnung, ich bin angekommen, habe meine Familie hier gebracht, fertig. Und meine Frage ist wirklich, wie macht man das? Also wie kommt man an die Köpfe ran, wie kommt man an die Herzen ran und wie kriegt man da eine Veränderung rein? Genau, das Wichtigste ist Beziehung. Das ist das A und O. Ne? Bei mir ist es sehr viel aufsuchende Arbeit mit Geduld und auch halt die Familie reinbeziehen. Wenn ein Vertrauen da ist und die Väter merken, die meinen das gut und die helfen mir und meiner Familie nach vorne zu gehen, dann machen sie alles mit. Mhm. Ich glaube, jeder Väter, ob es jetzt ein europäischer Papa ist oder halt ein ausländischer Papa oder einer aus Uganda, will das Beste für seine Familie. Aber es geht ihm halt, wie komme ich in dieses Projekt mit die Töchter, in die Emotionalität. Und dann versuchen wir über spezifische Themen, wie Gesa schon gesagt hat, Rollenbilder, wie das ist. Ne? Dann meiste Papas, das ist so. Mhm. Aber dann geht es ins Angemachte. Was war mit deinem Vater? Mhm. Ne? Halt hinterfragen und auf eine spielischere Art, ohne frontal zu kommen, die Thema im Raum zu legen. Und dann kommt eigentlich raus von, ja, okay, meine Papa war auch nicht da für mich. Und dann kommt das Thema von, was Übertragung ist. Mhm. Ne? Weil viele moderne Papas denken, ich komme zu meinem Subprojekt Stark, ich bin eine Papa, die hier mit meiner Tochter alles macht, aber irgendwo kommt so funktioniert das nicht. Es geht, wir müssen wirklich drüber reden. Und das ist so das Schöne, dass wir spielerisch und Geschichte erzählend, ne, über Märchen, man sagt immer, kleine Kinder soll man eine Geschichte erzählen zum Einschlafen, mhm, Erwachsene zum Aufwachen. Und bei den Papas versuchen wir das über Geschichte und dann auch halt ein Thema, wo die Papas selbst reinbringen können. Es gibt manchmal solche tollen Momente. Ihr arbeitet seit einem Jahr. Genau. Das heißt also, du wirst schon viele Workshops, Begegnungen gehabt haben, geleitet haben. Gab es so den einen Punkt, wo du gesagt hast, wow, jetzt hat sich was getan? Es gab ein paar Punkte. Ich kann eine benennen. Wir hatten halt für ein paar Tage einen Workshop. Die Papas wollten das Thema Loslassen ansprechen, was halt nicht ein kleines Thema ist. Ne? Ich glaube, ganz viele beschäftigen sich damit, alle Religionen in der Welt auch. Und das war halt deren Anliegen. Und viele Papas im Anfang besprechen wie in die ersten Workshops die Emotionalität, was es bedeutet und dass sie darüber sprechen wollen. Und viele Papas machen mit. Ne? Ja, ja, ja. Und was eigentlich nach fünf Workshops rauskommt, dass eine Papa sagt, jetzt verstehe ich, was ihr gemeint habt mit der Emotionalität. Mhm. Mit dem Workshop über Loslassen. Und das Thema ging eigentlich, wie kann ich meine Tochter loslassen, die in die Pubertät kommt. Und wir haben es umgedreht, wo haben sie in der Vergangenheit mit Loslassen zu tun gehabt. Mhm. Mit deren Eltern, mit deren. Und das Schöne war, dass der Papa sagt, wir haben heute gesprochen über das Thema Loslassen und unsere Themen, aber wir hatten unsere Töchter die ganze Zeit dabei. Und das ist ein von den Momenten. Aber für mich das Schönste, der allerletzte Treffen machen wir, dass die Eltern kommen. Und das war eine Mama, die mit Tränen im Augen kam und die bedankt hat, für was sie gesehen hat, was zwischen Tochter und Papa zu Hause passiert war. Das war für mich persönlich das größte Geschenk. Fantastisch. Ich bin sicher, dass du noch viele Geschichten hast. Sehr viel. Aber wir haben noch viele Themen heute. Deshalb kann ich einfach nur sagen, total klasse. Vielen Dank, dass du uns so ein plastisches Bild davon gegeben hast, wie ihr arbeitet. Und ich weiß, dass du jetzt gehst und dafür eine tolle junge Dame an deine Stelle tritt. Vielen Dank, Mustafa. Danke, Conny. Danke, Gesa. Gesa, wir haben Stark mit einem starken Mann aus der Väterarbeit gehabt. Und wir kommen jetzt an ein Thema, das
sowohl das Gründungsthema gewesen ist oder eines der Themen, die zur Gründung von Terdefarm überhaupt geführt haben, aber gleichzeitig immer noch ein Thema ist, was schwierig ist, was heikel ist, worüber man nicht gerne spricht. Und das ist natürlich FGM. Man nimmt gerne diese Abkürzung, Female Genital Mutilation, aber es ist eine grausame Praxis, die immer noch existiert. Gisa, mach noch mal den großen Schirm auf, nimm uns mit unter deinen Regenschirm und dann werden wir weitersprechen mit der Arbeiterin, die in den Communities arbeitet. Und ich sag schon mal, hallo Isatu Bari. Hallo. Hi. Gisa. Gisa. Hallo Bari. Ja, um möglichst viele Menschen von unseren Themen zu überzeugen und sie zu erreichen, bedarf es neben der lokalen Projekte auch Projekte auf der EU-Ebene. Und wir haben seit 2013 Projekte zum Thema FGM mit europäischen Partnern entwickelt und umgesetzt. Und aktuell haben wir das Projekt Chain. Es ist unser viertes EU-Projekt in Folge und wir setzen damit die erfolgreiche Präventions- und Interventionsarbeit zum Thema FGM fort und haben es diesmal ergänzt mit dem Thema Früh- und Zwangsverheiratung. Denn diese geschlechtsspezifischen Gewaltformen sind oftmals eng miteinander verknüpft. Und im Projekt Chain arbeiten wir auf EU-Ebene mit vier wunderbaren Partnerorganisationen zusammen. Das ist Action Aid International in Italien, Equipop in Frankreich, Save the Girl, Save the Generation in Spanien und im europäischen Netzwerk End FGM mit Sitz in Brüssel. Also wie sieht die Arbeit genau aus? Wir führen Trainings durch und Fachkräfteschulung und Sensibilisierung in Zusammenarbeit mit den Communities. Dadurch wollen wir Prävention, Schutz und Unterstützungsmaßnahmen für die Betroffenen von FGM und EFM erreichen. Wir wollen es weiter fördern, institutionalisieren und auch ausbauen. Das ist unser Ziel. Das Wichtigste ist aber dabei die Community-Arbeit. Genau, und das ist mein Stichwort, um das Isatu Bari direkt weiterzugeben. Das hört sich so an wie ein Zauberwort. Also Isatu wird gemeinhin nicht Isatu genannt, sondern Bari, nur damit Sie mitgenommen werden. Im ersten Leben Check-in-Agent am Flughafen Bär. Also wenn Sie dort mal fliegen sollten, was wir natürlich alle nicht mehr tun, dann würden Sie Isatu Bari auch treffen. Aber Community-Arbeit, was bedeutet das? Arbeit in der Gemeinschaft als einfache Übersetzung, wie geht das? Wir arbeiten mit unserer Community, weil Community weiß nicht, was FGM ist. Die wissen überhaupt, warum die praktizieren FGM. Dann wir arbeiten mit diesen Community, wir trainieren die Community, die Komplikationen von FGM. Was ist FGM? Und warum FGM social norm ist? Und wie FGM folgt die Frau bis zum Tod? Und wie es gibt keine Violence gegen Frau als FGM? Dann, das ist unsere Arbeit mit Community, damit die kommen klar mit, was FGM ist. Wie kommen Sie an die Menschen ran? Wie reden Sie mit denen? Weil ich habe gerade eben gesagt, es ist ein heikles Thema. Es ist wahrscheinlich ein Thema, was recht schwierig ist. Ja. Erstmal, Community-Arbeit ist das Wichtigste in der ganzen Gleichung. So, wir machen, was wir sagen, BCA. Wir rufen Community und Community-Leiterin, Religious Leader, zum Beispiel Imam und alles, die haben FGM im Kopf, weil die haben verschiedene Gründe. Dann wir machen unsere Session und wie wir kommen zum Thema FGM,
da kenne ich meine Community sehr gut, dann ich weiß, wie ich mit sensiblen Thema wie FGM an sie herangeht. Zuerst, wenn ich, als ich nur Frauen rufe, ich fange an mit, wie mächtig und wie wichtig die Frauen in der Community sind. Die alle stimmen mit mir zu. Dann, ich gehe weiter und sagte, die Frauen, ohne die Frauen, ohne die Frauen, die Welt existiert nicht, weil wir die Welt geboren haben, wir die Frauen. Und wir sind sehr, sehr mächtig. Aber die Community ist sehr ungerecht zu uns. Die wollen uns runterziehen, die wollen unser Selbstvertrauen von uns nehmen, die wollen uns glauben, dass wir sind gar nicht, damit unsere Stimme nicht gehört sind. Dann die alle Stimmen zu. Ich erkläre so weit, bis ich komme zum Thema FGM und sagte, dazu gehört FGM. Das hört sich recht langwierig an. Es sind viele Schritte, die da nötig sind. Mhm. Gibt es ein Gefühl auf deiner Seite, was Erfolg bringt und wie definierst du oder was ist für dich in deinen Augen Erfolg, eine erfolgreiche Arbeit? Ja, natürlich. Es gibt viel Erfolg an meiner Seite, weil die harthassigen Leute, die haben FGM im Kopf und im Herz gehabt, die wollen gar nicht, gar keine schlechten Worte über FGM hören. Ich habe sogar viel abfällige Worte von ihnen und Kommentare von ihnen. Die sind dieselben Leute, die stehen mit mir heute und FGM zu kämpfen. Und die sind bereit, wo immer bin ich, wenn ich fange an FGM kämpfen, die sind immer bereit dabei sein. Total so, das, ja, das ist ein Erfolg, das habe ich gesehen in meiner Kommentare. Dankeschön. Vielen Dank, dass Sie uns einen Einblick gewährt haben in Ihre Arbeit. Gesa, wo ist da die Stärke von Terre des Femmes? Erstmal, indem man solch tolle Frauen findet, als Vermittlerin. Ganz genau. Und der andere Anteil? Unsere Stärke ist eben, dass wir Projekte entwickeln, dass wir sie organisieren, dass wir Förderanträge stellen und dass wir unser Netzwerk zu Verbänden, Organisationen und in die Politik mit einbinden in dieses Thema und dass wir natürlich Communities und Fachkräfte schulen. Also wir sind diejenigen, die aktive Mitglieder aus den Communities zu Community-Trainerinnen ausbilden. Und im Projekt Chain haben wir davon 11 tolle Männer und Frauen. Und 11.000? Elf. Okay. Also. Nur 11, aber 11 wunderbare Menschen, die in ihre Communities gehen. Und natürlich ist FGM so ein vulnerables Thema, ein sehr intimes Thema, ein sehr sensibles und in vielen Communities absolut immer noch tabuisiert. Und da braucht es natürlich Menschen aus den Communities, die schon das Vertrauen der Community haben, um dann in den Communities aufzuklären, zu sensibilisieren und eine Haltung zu entwickeln, die sich gegen FGM wendet, damit man irgendwann auch FGM abschaffen kann. In meinem Missverständnis von 11.000 zu machen, ich bin sicher, dass ihr denkt, das wäre schön, wenn wir schon dort wären. Die Frage ist, wie tauscht ihr euch als Trainer untereinander aus? Also wie, how do you compare notes? Die anderen Trainer machen eine ähnliche Arbeit, aber auch andere Erfahrungen. Wie ist euer Austausch? Okay, unser Austausch ist, zum Beispiel, wir sind Trainer, aber unsere Ahnung sind nicht gleich. So, wenn jemand was wissen
Und manchmal wir machen Sitzung unter uns und wir reden über was wir unsere Erfahrung. Und dann wir bringen das zu der Community auch, zum Beispiel. Also gegenseitiges Lernen ist, ist auch wichtig. Gisa, ich erinnere mich bei dem letzten europäischen Chain mit sozusagen in der Abschlussdiskussion dabei gewesen zu sein. Diese neue kommt jetzt auch so langsam zum Ende. Das heißt also, es sind noch ein paar Monate, aber dann wird dieses Projekt beendet sein. Und was dann? Wir planen natürlich schon ein weiteres Projekt, Conny. Und das werden wir hoffentlich mit unseren tollen Community-Trainerinnen zusammen entwickeln und wieder bei der EU einreichen, damit wir Fördergelder erwirken können. Denn die Präventionsarbeit zu FGM und EFGM ist unabdingbar. Also wir müssen da dranbleiben. Wunderbar. Und euch beiden wünsche ich viel Erfolg. Und ich kann nur sagen, wir waren jetzt gerade erfolgreich, weil die Leitung steht. Das ist immer ganz gut für einen Moderator, wenn er sagen kann, das nächste Thema kann angetextet werden. Liebe Barry, viel Erfolg, viel Kraft weiterhin. Darf ich nur einen Satz sagen? Ein halber Satz. Okay, ein großes Lob an TIADEFA, weil vorher wir sind wie alle anderen. Wir wissen gar nichts über FGM. Und TIADEFA hat das Projekt angefangen 2016 und uns trainiert, uns ausgebildet. Bis jetzt, wir können vor unserer Community stehen und dann erklären, was FGM und ihre Komplikationen. So ganz, ganz, ganz großes Lob an TIADEFA heute. Vielen Dank. Nochmal danke, Barry, danke, Gesa, dass ihr sowohl den Regenschirm ausgestanden habt, als auch uns eingeführt habt. Und wir haben jetzt die Leitung stehen, wie ich jetzt gerade eben schon erleichtert gesagt habe, in Richtung Burkina Faso. Dort können wir sprechen mit Raketa Poiga. Raketa hat die Organisation Bangernuma ins Leben gerufen, schon vor längerer Zeit. Das Tolle ist, wir können mit ihr Deutsch reden, weil sie in Deutschland ausgebildet worden ist, hier studiert hat und dann eben halt zurückgegangen ist, um ihre Assoziation Bangernuma zu schaffen, die Partnerorganisation von Terre des Femmes. Erstmal toll, Raketa, wunderbar, dass du heute Abend bei uns sein kannst, ganz klasse. In Burkina Faso ist offiziell FGM verboten. Ja. Das ist das Offizielle. Im richtigen Leben sind immer noch 70% der Mädchen von weiblicher Genitalverstümmelung betroffen. Wie kommt das? D'abord, bonsoir tout le monde. Oswagadougou Burkina Faso. Das ist grob, ganz Burkina Faso. Aber wo wir unsere Filmprojekte haben, das sieht total anders aus. Da muss man sehen, dass gibt es Orte in Burkina Faso, wo es weiter 100% geschnitten wird und Orten, wo Offenheit ist, viel zurückgegangen ist. Und die Gründe dafür sind unter anderem eine sehr hohe Analphabetenrate in unserem Land. Circa 70% der Bevölkerung kann weder lesen noch schreiben. Wir haben immer noch in diesen Dörfern auf dem Land einige Gemeinschaften, die immer noch denken, dass die Beschneidung als Tradition eine Pflicht ist, damit sie von den Ahnen weiter geschützt werden. Ich gebe ein Beispiel. Gibt es Covid? Die haben gesagt, warum in den Dörfern kein Covid gibt, nur weil man weiter beschneidet. Stellen Sie sich mal vor, Aberglaube und Ignoranz. Das Zweite kann man noch mal sagen, es liegt an der familiären Bildung. Kinder von klein auf werden eingeimpft, dass die Gewalt an Frauen und Mädchen nicht als Problem wahrgenommen ist.
sondern als normale und legitime Tatsache, die das Mädchen und die Frau akzeptieren muss oder müssen. Ein anderes, die Frau ist als Eigentum des Mannes zu sehen. In den Dörfern wird noch immer mit Gift bezahlt. Und die Frau gehört dem Mann. Und der Mann kann machen, was er will von seiner Frau. Da muss man zwei Sachen betrachten. In den Städten ist das total anders. Aber nur auf dem Land. Und gibt es noch die Tatsache, dass die Frauen diese Passivität akzeptieren als legitime Handlung. Das ist schade. Raketa, das hört sich an, als wäre es sehr viel Arbeit, an unterschiedlichen Stellschrauben zu drehen und die Einstellungen und Glauben zu verändern. Wie macht ihr das? Was wir machen, wir haben verschiedene Strategien oder Aktivitäten entwickelt. Wir machen Sensibilisationskampagnen, das heißt Aufklärungskampagnen über die Folgen der Genitalverstümmelung, und zwar in den Dörfern, so wie mit den Bevölkerung in den Dörfern, als auch mit wichtigen Multiplikatoren. Wir helfen zur Gründung von Dorfkomitees zum Schutz der Mädchen in den Dörfern. Und das wird nach 2 Jahren Aufklärungskampagne. Wir bilden auch Animatrizen. Das sind Mädchen, die aus den eigenen Dörfern kommen, weil bei so einem Tabuthema, ein heikles Thema, das kann nur ein Kind seine Eltern versuchen zu überzeugen. Ja. Wir machen auch Hausbuch. Okay. Ich würde dich gerne fragen, ihr arbeitet auch mit Terre des Femmes zusammen. Es gibt ein wunderbares Verständnis. Und Terre des Femmes wird heute oder feiert heute das 40-jährige Jubiläum. Was wünschst du den Kollegen hier? Ich wünsche den ersten Mann da viel Mut und dass sie alle Frauen, nicht nur Terre des Femmes, auch mit Frauen und Spendern sich engagieren, um die Rechte der Frau, damit diese Ungerechtigkeit, was Frauen erleben in der Welt, wirklich aufhört. Und außerdem, dass man mit jeder Kraft dieses grausame Ritual zu Ende zu führen, verhilft. Hören Sie mich noch? Ich höre Sie absolut und ich danke Ihnen vielmals, ich danke dir vielmals und ich glaube, die Wünsche sind angekommen, oder? Ich wollte auch Terre des Femmes sagen, wir wünschen nicht nur Terre des Femmes, wir alle mit Frauen, die Spender, die Terre des Femmes besonders, mit dem wir so eine große Erfahrung gemacht haben, dass wir um eine Welt ohne Gewalt und Diskriminierung mit Bildungsmöglichkeiten, dass die Frauen um eine eigene Zukunft unabhängig gestalten kann. Und was ich zum Schluss sagen möchte, wir wollen unsere Dankbarkeit an Terre des Femmes ausrichten, an alle mit Frauen, an alle, die sich daran beteiligen, mit 3 Säulen. Liebe im Herzen, Lob auf der Zunge und Belohnung durch den Taten für unsere gemeinsamen Ideale. Raketa, vielen lieben Dank.
Danke auch dem Gott des Internets, dass die Leitung gestanden hat, damit wir wirklich dieses Gespräch haben führen können. Wir wünschen dir und der ganzen Organisation weiterhin extrem viel Energie und gutes Durchhaltevermögen bei dieser wahrlich schwierigen und langfristigen und langwährenden Aufgabe. Vielen lieben Dank. Ich wollte Ihnen weiter was sagen. Nur einen Satz. Ein Satz ist okay. Diese Zusammenarbeit mit Pferdefarm ist ein beispielhaftes, fruchtbares, lehrreiches, lebensrettendes, würdensvolle Zusammenarbeit für die Frauen vom Vorteil und auf die menschliche, materielle, finanzielle Ebene. Das ist, was ich sagen sollte von allen Frauen, die neben mir sitzen. Nochmal vielen lieben Dank nach Burkina Faso. Viel Energie und meine Damen und Herren, mit diesen guten Wünschen gehen wir voran. Aber wir schauen jetzt einmal zurück. 40 Jahre ist eine verdammt lange Zeit. Wenn eine Frau 40 ist, ist sie gerade mal so richtig in den guten Jahren. Viel Energie, schon einiges an Erfahrung. Wenn sie dann 80 ist, hat sie ganz viel Erfahrung. Also wir schauen noch mal auf die nächsten 40 Jahre. Aber jetzt in den nächsten 8 Minuten lassen wir die letzten 40 Jahre von Terre des Femmes Revue passieren. Meine Schuhe aus. Doch sie sagt, nein, das fällt mir gar nicht ein. Damit ist jetzt endlich wirklich Schluss. Wir sind schon im Tag im Meer und werden täglich noch mehr. Heilige und Hure in einer Person. Die Traumfrau der 80er Jahre hat viele Gesichter. Mal anschmiegsames Weibchen, mal Kesselolita. Morgens Hausfrau und abends Domina. Der Zeitgeist verlangt Flexibilität. Da sehen wir uns die Luftballons, die wir dann haben fliegen lassen. Die Frauen haben Kettchen drangehängt mit Wünschen. Was wünsche ich mir für die Frauen in der Welt? Es haben sich eine Reihe von Frauen bei Terre des Femmes zusammengesetzt und haben gesagt, wir nutzen jetzt dieses Sommermärchen in diesem Jahr, wenn die Frauenfußball-WM hier stattfindet. Du bist eine Fotze, die schon nach 2 Bier auf der Theke tanzt. Also laber uns nicht voll mit deinem Mädelskram. Eine Frau bleibt auf Ewigkeit ein Gegenstand. Will keine Frauen, ich will Hoes. Sie müssen blasen wie Pros. Die haben doch Schwestern und Mütter. Unterstützt nur von außen finanziell. Von innen kommt das alles ganz alleine. Une expertise ou qu'elle soit formée dans les activités génératrices de revenus qui vont, ces activités vont leur permettre de se prendre en charge et de générer un peu de richesse locale. Le lema del negocio es manualidades, habilidades. El nombre le puse Génesis, que significa principio del negocio. Wir bekamen einen Anruf von einer Sozialarbeiterin, die in einer psychosomatischen Klinik tätig ist. 20 Jahre lang habe sie es immer wieder versucht, aber er sei ein harter Mann gewesen, habe sie geschlagen, misshandelt, sein Geld verspielt und gedroht, sie umzubringen, wenn sie ihn verlasse. Der Gastarbeiter ist wieder zurückgekehrt in sein Land, hat die Tochter gezwungen, mit ihm zu gehen, hat sie dort eingesperrt, hat sie misshandelt, sexuell missbraucht. Dramatische Szenen spielen sich am Ostersamstag am Flughafen Stuttgart ab. Vor hunderten Fluggästen erschießt ein Mann im Terminal 3 seine 26-jährige geschiedene Ehefrau.
Wir gehen davon aus, dass sämtliche Behörden tatsächlich versagt haben, und zwar auf ganzer Linie. Wir versuchen uns an die Konsumenten von Frauenhandel zu wenden, also an die Freier und Ehemänner hier in Deutschland, die ausländische Ehefrauen anstellen oder ja, die halt deren Dienst in Anspruch nehmen. So, ich wollte mal einen Preis. Was kostet sowas? 1.000 Euro, 1.500 Euro, 2.000 Euro. Was muss man für so einen Menschen bezahlen? Haben wir einen Preisvorschlag? Was meinen Sie mit der Zigarette und der Brille? Was muss man für so einen Menschen investieren? Ja, Bodyshop macht diese Kampagne Stoppt häusliche Gewalt, worüber wir uns sehr freuen, dass überhaupt so eine Kooperation möglich ist zwischen freier Wirtschaft und sogenannter Nichtregierungsorganisation. Gewalt hat viele weibliche Gesichter und kennt keine Grenzen. Sie ist ein gemeinsames Merkmal aller patriarchalen Gesellschaften. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Frauenrechte sind nach wie vor nicht vollständig verwirklicht. Und es gilt leider auch für ein Thema, das immer noch tabuisiert ist. Ich spreche von der Gewalt gegen Mädchen und Frauen im häuslichen Bereich. Ich bin Aida. Seit einem Jahr lebe ich jetzt in Deutschland. Ich bin froh über die Gleichberechtigung zwischen Frau und Mann hier. Sie ermöglicht mir ein selbstbestimmtes Leben. Wir brauchen ganz sicher keine neue Verfassung, um das Kopftuch auf dem Kopf von Kindern in Schulen zu verbieten. Wir müssen uns einfach nur des Bildungsauftrages uns wieder erinnern. Wir sehen darin, dass das Kind, egal welcher Religionsgruppe zugehört, die Chance hat, sich mit Bildung auseinanderzusetzen und den eigenen Weg zu finden, um halt selbstständig später auch entscheiden zu können, wie es leben möchte. Also vor allem Aufklärung ist ja wichtig, vor allem die Aufklärung an Schulen. Die Mädchen, die mit dem Problem konfrontiert werden, also die von ihren Eltern zwangsverheiratet werden sollen, müssen erstmal wissen, dass sie das Recht haben, dagegen anzugehen. Der 42-jährige Kosovo-Albaner habe seine Tochter getötet, weil sie sich schminkte, modische Kleider trug und einen Freund hatte. Dabei hatte das Mädchen Ulrika die Unterstützung seiner Mutter, die sich jetzt Vorwürfe macht. Ihr Weg, mit dem schrecklichen Verlust der Tochter umzugehen, sie engagiert sich gegen die sogenannten Ehrenmorde. Immer mehr Frauen, die von ihren Ex-Männern bedroht werden, fühlen sich von den Behörden im Stich gelassen. Wir haben immer wieder die Erfahrung machen müssen, dass die Frauen nicht ernst genommen werden und dass die Gefahrensituation unterschätzt wird. Mein Herz gehört mir. Mein Herz gehört mir. Wir wollen, dass Mädchen eine Kindheit haben. Wir sagen deswegen Nein zu Früh- und Zwangsverheiratungen. Sekunden trifft es ein weiteres unschuldiges Mädchen. Terry Farm angefangen hat es mit einem Gefühl. Mit einem Gefühl der
unglaublichen Fassungslosigkeit darüber, was mit Frauen in manchen Teilen der Welt geschieht. Als die weibliche Beschneidung, sagt man ja, oder wir sagen hier Genitalverstümmelung, oder auch die Morde aus Familienehre noch völlig tabuisierte Themen waren. Und es gibt bestimmte Verfolgungen, die eben nur Frauen als Frauen treffen können. Und das sind Menschenrechtsverletzungen, und die sind zu ahnden als Verletzungen an Frauen. Und hier im Terre des Femmes Studio mit Applaus für den Film, für den Zusammenschnitt, für das Revue passieren lassen von 4 Jahrzehnten mit wichtigen Meilensteinen. Vielen Dank, Ladies. Haben wir hier Ingrid Stehle, Gründerin und Ehrenvorsitzende, und Christa Stolle, Bundesgeschäftsführerin von Terre des Femmes. Toll, dass Sie da sind, Frau Stehle. Liebe Ingrid, wir haben gerade gesehen, emotional bewegt war der Rückblick auf das, was 1981 den Ausschlag gegeben hat. Kannst du uns trotzdem noch mal mitnehmen? Wir haben so einen Satz gehört. Was war da, was hat wirklich dazu geführt, gesagt, jetzt müssen wir den Verein gründen, jetzt müssen wir was tun? Es war mit dem Mikro? Ja. Ist es hörbar? Ja. Es war ein ganz existenzielles, eine Erschütterung, und ich habe es immer nur nennen können, ich finde keinen besseren Ausdruck, die erste Information, die ich über weibliche Beschneidung bekommen habe, war wie ein Schnitt ins eigene Fleisch. So tief ging es. Und so sehr hat es mich erschüttert und bewegt, dass ich dachte, da muss man was tun. Das ist irgendwie, es war einfach ohne Worte eine Erschütterung. Und ich habe mich dann auf diese erste Information hin dran gemacht, der Sache auf den Grund zu gehen. Einfach mal, wie kommt es dazu? Welches Frauenbild steht dahinter? Und zweitens, was kann man dagegen tun? Mhm. Und als Journalistin kann man zunächst mal schreiben. Und das habe ich auch getan in meinem Medium. Ich war Journalistin bei der Deutschen Presseagentur und habe da meiner Erschütterung in einem Artikel Ausdruck gegeben mit dem Titel Verstümmelt an Leib und Seele. Und das wurde natürlich über die dpa als größter Multiplikator im Medienwesen, hatte einen unglaublichen Erfolg, also das Erfolg in dem Zusammenhang zu sprechen, als ein unglaubliches Echo. Heute würde man sagen, es ist viral. Ja, viral. Und was also ist dann zu tun? Das galt es nun fruchtbar zu machen, das galt es meine innere Bewegung in eine äußere Bewegung umzusetzen. Und dann haben wir einfach die ganzen Pressestimmen ausgewertet und haben auch Adressen gesammelt von zu sendenden Frauen. Und da kam also eine ganze Menge zusammen. Und vor allem konnte ich zurückgreifen auf den Gründer von Terre des Hommes, der seinerseits auch erschüttert war, als er zum ersten Mal davon hörte. Und halt aktiv wurde, ein ganz kleiner, unglaublich quirliger Mann. Und der lebt in Lausanne, und dem sind wir dann mit diesen Adressen sagen zu Leibe gerückt. Was können wir denn machen? Ja. Und ihr habt dann, was nicht nur du alleine, es waren ein paar Mitfrauen schon damals, Mitbewegte, die aber gesagt haben, wir sind nicht nur bewegt, wir sind nicht nur betroffen, wir tun was. Und dann seid ihr zusammengekommen und habt diesen Verein Terre des Femmes genannt. Terre des Femmes genannt. Als Gegenstück zu Terre des Hommes? Ist dann immer das Missverständnis, dass wir eine Art Unterorganisation von Terre des Hommes sind. Das ist keineswegs der Fall. Wir sind eine mittlerweile auch sehr stattliche
unabhängige Frauenrechtsorganisation. Und Terre des Femmes, ja warum? Terre des Hommes heißt die von Edmund Kaiser gegründete Menschenrechtsorganisation. Aber Homme ist im Französischen ja, steht für Mann und Mensch. Mhm. Das heißt im Grunde gleich, eine Gleichsetzung von Mann und Mensch. Und nun gibt es aber auf der Welt konstante 41%, 51% halt. Ja, 51% Frauen. Von Frauen. Also dann haben wir uns auch mit eben einer Gruppe von Frauen bei Edmund Kaiser in Lausanne getroffen. Und dann sagten wir, ja, warum denn nicht Terre des Femmes? Die sind nicht nur die 51% in der Mehrzahl, sondern sie sind einfach nicht mit gemeint bei Terre des Hommes. Die Chinesen haben da ja dieses schöne Sprichwort von der Hälfte des Himmels. Ja, klar. Wobei manchmal Mao mal das Zedong, Gefühl, die genau. Hälfte des Himmels, euch. Darf ich mal kurz zu Christa schon rübergehen? Ja. Das war sozusagen der Gründungsmoment, der Impetus. Und dann habt ihr ja gemeinsam gearbeitet. Christa, seitdem wir uns begegnet sind, assoziiere ich dich auch mit Terre des Hommes. Also für mich sind auch die beiden Namen sozusagen gleich wertig im wahrsten Sinne des Wortes. Das war vor, also nicht, dass wir uns vor 31 Jahren, aber du hast vor 31 Jahren angefangen. Was war damals deine Motivation? Ja. Da will ich mitmachen. Ja, ich habe damals Ethnologie studiert. Das war 1983, 1984. Und ich bin in einer Vorlesung mit dem Thema weibliche Genitalverstümmelung konfrontiert worden. Der Professor hat gesagt, das ist Kultur, das ist ein Initiationsritus und da darf man sich nicht einmischen. Und das hat mich sehr empört, weil ich schon erkannt habe, was für eine schlimme Menschenrechtsverletzung das ist und dass man das so nicht akzeptieren kann und dass man da auch was dagegen tun muss und dass man auch dieses Denken, das ist Kultur, dass man dem widersprechen muss. Und ja, und ich muss sagen, ich bin dann auch richtig zur Feministin geworden und habe dann einen Verein gesucht, der meinen Vorstellungen entspricht und bin dann an der Uni Tübingen auf die Städtegruppe von Terre des Hommes gestoßen und fand die Frauen ganz toll. Ein paar sind ja auch im Raum, beziehungsweise eine. Und fand das ganz toll, was die gemacht haben. Es entsprach komplett meinen Vorstellungen und ich habe mich voll in das Engagement geworfen, alles stehen und liegen lassen, mein Studium vernachlässigt, habe ewig dann gebraucht, aber ich habe wirklich sehr viel gearbeitet für Terre des Hommes, alles ehrenamtlich, weil zu der Zeit waren wir alle ehrenamtlich tätig. Dann gab es die Möglichkeit, dass wir 1990 eine Stelle finanziert bekommen haben, Geld für eine Stelle bekommen haben und die habe ich dann auch bekommen und das war der Startschuss für die Geschäftsstelle und damit natürlich auch der Startschuss für die professionelle Arbeit von Terre des Hommes. Ich hatte Zeit, ich konnte Fundraising machen, ich konnte Öffentlichkeitsarbeit machen. Mhm. Der Verein ist dann gewachsen, wir konnten mehr hauptamtliche Mitarbeiterinnen einstellen, es sind neue Mitfrauen dazugekommen, Spenderinnen, Zuschussgeber. Und das hat sich dann im Laufe der Jahre sehr gut entwickelt. Wir konnten dann auch neue brisante Themen anpacken, wie zum Beispiel Vergewaltigung in der Ehe, Frauenhandel, Prostitution, Abtreibung, Kopftuch und Femizide. Mhm. Und diese Entwicklung ist in unserem druckfrischen Jubiläumsbuch dargelegt, dokumentiert, 40 Jahre mit vielen Fotos, 2 Seiten pro Jahr mit jeweils 3 Fotos. In den Anfangsjahren haben wir leider nicht ganz so viele Fotos, da haben wir dann mehr Texte. Wir haben ja hier Publikum im Saal und wir haben viele interessierte ZuschauerInnen an ihren Endgeräten, was auch immer die sein mögen.
Das Buch ist toll, da werden viele sicherlich auch nachfragen. Aber wenn du mal jetzt zurückschaust, sagen, gib mal ein oder zwei Highlights, zwei Dinge, die ihr bewegt, geschafft habt, wo du sagst, boah, bin ich echt stolz drauf. Ja, ich möchte zwei Highlights nennen. Einmal die Gründung unserer Stiftung 2004, die ermöglicht uns, dass wir jetzt Kapital haben, was regelmäßig Erlöse erwirtschaftet. Und die Vereinsarbeit ist eine reine Förderstiftung für den Verein und damit wird auch die Vereinsarbeit finanziert und ist auch sichergestellt für die nächsten Jahrzehnte, das Stiftungskapital. Und 2016 hat dann der Vorstand und haben die Stifterin gemeinschaftlich entschieden, dass wir das Kapital in eine Immobilie investieren werden, weil wir natürlich jetzt auch entsprechend große Büroräumlichkeiten in Berlin haben und relativ viel Miete inzwischen zahlen. Und wir wollen darüber dann auch den Verein die Mietzahlungen erlassen, wenn wir denn eine Immobilie finden, was nicht so ganz einfach gerade ist. Ist das der Hilferuf an die Zuschauenden nach dem Motto, gibt uns mal die richtigen Tipps? Naja gut, also ne, lassen Sie sich, falls Sie eine Idee haben, lassen Sie sich nicht stoppen. Aber die Immobilie ist das eine, es gibt noch eine Aktion, auf die du besonders stolz bist. Eine Aktion, auf die ich wirklich sehr stolz bin und die auch meine Initiative war, ist die Pfannenaktion. Die feiert übrigens in diesem Jahr ihr 20-jähriges Bestehen. Wir haben ein Symbol geschaffen, ein positives Symbol, eine Frau, hier steht sie, die ihre Arme in die Luft streckt. Freileben ohne Gewalt heißt diese Aktion. Wir koppeln sie immer mit dem 25. November, das ist der internationale Tag Nein zu Gewalt an Frauen. Wir mit diesem Symbol lassen wir Fahnen drucken, Banner. Inzwischen gibt es schon eine ganze Reihe von Materialien mit diesem Symbol. Mhm. Und inzwischen machen sehr, sehr viele Gleichstellungsbeauftragte, Gewerkschaften, Schulen, Frauenverbände, sie machen mit. Die Fahnen werden gehisst rund um den 25. November vor öffentlichen Gebäuden. Und ich muss sagen, dass ich finde, das ist die erfolgreichste und nachhaltigste Kampagne von Terre des Femmes, weil an diesem Tag, an diesem Konzert, an diesem Tag Nein zu Gewalt an Frauen, steht ganz viel in den Medien. Ganz viele Menschen machen mit. Es ist wirklich sehr konzertiert, konzentriert auf das Thema Gewalt an Frauen und Mädchen und wir stellen an diesem Tag unsere Forderungen und die Politik ist auch dabei. Wir machen regelmäßig seit Jahren Aktionen vom Brandenburger Tor, da kommen auch Bundestagsabgeordnete, Leni Breimeyer ist auch immer dabei und damit aktivieren wir einfach viele Menschen und die Medien. Wenn das Herz so richtig voll ist, dann verfliegt die Zeit wie im Fluge. Ich habe immer so ein bisschen so die wegtickenden Minuten im Kopf, aber das soll uns nicht stören, liebe Ingrid. Als du das Bundesverdienstkreuz bekommen hast, hat Christa kommentiert, der Input von dir ist über die Jahre immer extrem wichtig gewesen, um auch dieses feministische Leitbild aufrechtzuerhalten, neu zu formen, auszuleben. Was ist es, was dich heute hier noch antreibt? Nochmal mit Mikrofon bitte, sorry. Der Urimpuls von damals, noch immer. Und vor allem halt, treibt mich an, Christa treibt mich an. Also ihr unversiegbarer Energiequell und ihre täglich über 8 Stunden, 10 Stunden Arbeit, die sie investiert, das ist einfach eine ganz großartige Sache, die man gar nicht genug rühmen kann und die wirklich auch für mich ein Impuls ist. Und das darf ich hier mal ganz öffentlich und über die Leitung sagen. Ja. Thank you.
Wenn du möchtest, darfst du noch. Ich werde nicht unterbrechen. Nein, ich wollte halt einfach nur auf das Leitbild nochmal zurückkommen. Bitte. Das ich ja in den allerersten Tagen entworfen habe als Informationsblatt zum Verschicken an eben die, die auf unsere Erstaktion geantwortet haben, die Frauen. Und da sind also sowohl die Problemfelder als auch die Aufgaben, die wir uns vorgenommen haben, zusammengefasst. Und dieses Leitbild hieß damals noch nicht Leitbild, sondern war einfach die Art und Weise zu antworten auf die Interessenten. Und das haben wir noch heute fast wortgleich als Leitbild auf unserer Homepage. Und darauf bin ich stolz. Ja, das soll sein. Christa, wenn ich um eine Minute noch da bitten darf, nicht die nächsten 40 Jahre beschreiben. Aber du hast gesagt, ihr sucht eine Immobilie, die dann für die nächsten 40 Jahre auch die Knete noch mit reinbringt. Was soll weiter entstehen in den nächsten 40 Jahren? Oder sagen wir mal in den nächsten 10? Ja, also grundsätzlich haben wir natürlich auch schon viel erreicht. Es sind sehr viele Gesetze auch auf den Weg gebracht worden zum Schutz von Frauen und Mädchen. Zuletzt das Gesetz zur Bekämpfung von Kinderehen durch die Festsetzung des Mindestheiratsalters auf 18 Jahre ohne Ausnahme. Und das Gute an diesem Gesetz ist auch, dass wir Ehen mit Minderjährigen nicht akzeptieren, die im Ausland geschlossen worden sind. Und ich glaube, das ist ein richtiger Durchbruch. Bon Equal hat es gesagt, der Film zeigt auf, wo noch was zu tun ist, wo wir weitermachen müssen. Frauen leiden immer noch unter massiven Menschenrechtsverletzungen. Beispiel Afghanistan. Wir hätten es nicht gedacht, dass nach 20 Jahren solche Rückschritte noch wieder möglich sind. Wir müssen aufpassen, wir müssen dranbleiben, wir müssen weiterhin wütend bleiben, wir müssen mutig bleiben, um diese Menschenrechtsverletzungen an Frauen zu verurteilen und auch Rückschritte nicht zuzulassen. Starke Frauen scharen starke Frauen um sich herum, um andere stark zu machen. Vielen, vielen Dank, dass ihr so ein Stück euer Herz und eure Seele geöffnet habt über das, was euch damals angetrieben hat und was euch heute noch antreibt. Und wenn jemand 40 wird, dann gratuliert man. Das ist so ein schönes, rundes Alter. Und wenn Terre de Femme 40 wird, dann gratulieren ganz viele. Wir zeigen einen Ausschnitt jetzt. Hallo, mein Name ist Sibelke Kili und ich wollte als langjährige Terre de Femme Botschafterin euch, liebes Terre de Femme Team, der ganzen Stiftung, dir, liebe Christa Stolle, zum 40-jährigen Jubiläum gratulieren. Ich kann mir vorstellen, dass die letzten 40 Jahre nicht immer einfach waren, aber umso wichtiger ist es, dass ihr durchgehalten habt. Und ich freue mich, dass ich mit euch diesen Weg auch schon seit 2004, seit der Gründung der Terre de Femme Stiftung im Kampf für Gleichberechtigung und Frauenrechte gemeinsam gehen kann. Ich freue mich auf die nächsten 40 Jahre. Liebe Frau Stolle, liebes Terre de Femme Team, 40 Jahre Terre de Femme bedeutet auch 40 Jahre lang unermüdlicher Einsatz für Frauen und Mädchen, um die Welt ein wenig gerechter zu machen. 40 Jahre zeigen, dass es sich wirklich lohnt, für etwas zu kämpfen. Und wir sind stolz darauf, euch auf diesem Weg seit 20 Jahren mittlerweile zu begleiten. Es ist noch nicht alles erreicht. Aber es gibt leider noch viel zu tun, deswegen macht weiter so. Alles Gute zu eurem Jahrestag. Liebe Freundinnen von Terre de Femme, herzlichen Glückwunsch zum 40-jährigen Jubiläum. Ihr leistet so viel Gutes für diese Welt, für Frauen in Deutschland und überall. Bitte bleibt dran, lasst nicht nach. Und wenn ich euch ein bisschen dabei helfen kann, mache ich das herzlich gern. Eure Sabine Askodon. I want to congratulate Terre de Femme for celebrating their 40th anniversary. As partners,
we have benefited a lot. And Terre des Femmes has been the first and only organization that has supported AIM for the construction of a safe house for accommodating girls running from the practice of female genital mutilation and early marriage. And it has also been the only organization supporting the maintenance and upkeep of those girls in the house. On behalf of AIM and our beneficiaries, I want to wish Terre des Femmes and all its supporters a happy 40th anniversary. Die Reihe der Gratulanten und Gratulantinnen ist noch sehr lang. Wir werden noch ein paar Statements später hören und ansonsten gibt es sicherlich ein großes virtuelles Gästebuch. Aber jetzt wollen wir noch mal ein bisschen mehr wissen, wie es denn wirklich zugeht on the ground und das hier in Berlin. Annemarie Schoss ist hier im Studio. Vielen Dank, dass Sie hergekommen sind. Sie mussten das mal nicht so weit fahren, weil Berlin ist Berlin. Sie haben einen Job im ersten Leben, aber einen großartigen, ambitionierten Nebenjob, könnte man schon fast sagen, als Vorständin und Städtegruppenkoordinatorin der Städtegruppe Berlin. Wir haben ja gerade gehört, irgendwann war Tübingen dran vor, naja, mehr als 31 Jahren, dann hat sich immer weiter vervollständigt. Wie arbeitet ihr in Berlin? Wie bekommt ihr Leute? Wie setzen die sich zusammen? Das sind ganz, ganz viele Fragen, aber ich bin sicher, dass du uns jetzt in die Welt von Terre des Femmes hier in Berlin reinbringst. Genau, aber auch gerne allgemein von Terre des Femmes. Genau, Terre des Femmes ist ja die größte Frauenrechtsorganisation in Deutschland. Wir haben schon sehr viel politisch auch erreichen können und unsere Erfolge verdanken wir natürlich unseren ganzen Unterstützerinnen und Unterstützern, die wir haben. Und das sind eine ganze Menge. Wir haben mittlerweile über 2700 Mitfrauen in ganz Deutschland, die sich, wovon viele sich engagieren. Die Mitfrauen bei uns sind sehr vielfältig. Wir haben von Schülerinnen bis Rentnerinnen, von Kiel bis Koblenz, von Düsseldorf bis Berlin, von religiös, nicht religiös, mit Migrationshintergrund, ohne Migrationshintergrund, selbst von Gewalt betroffen, aber auch welche, die nicht von Gewalt betroffen waren. Ist sehr vielseitig bei uns, die Mitfrauenschaft. Deshalb ist es bei uns auch immer sehr interessant. Sehr viele Einblicke. Genau. Und von diesen Mitfrauen sind viele ehrenamtlich aktiv, über 200. Und in ganz Deutschland haben wir 24 Städtegruppen, wo sich die Frauen in der Regel so einmal im Monat treffen, Aktionen planen, sich austauschen können, Verbündete finden. Wir haben auch eine Gruppe in Wien, da hat sich jetzt auch ein Verein gegründet, Terre des Femmes. Und deutschlandweit haben wir 4 Arbeitsgruppen, wo wir zu unseren Themen arbeiten. Wir haben zum Beispiel eine Gruppe zu sexualisierter Gewalt, wir haben eine zu Prostitution und Frauenhandel, zu weiblicher Genitalverstümmelung, Gewalt im Namen der Ehre und zu Frauenrechte und Religion. Genau, das sind unsere großen Themen. Einmal im Jahr haben wir eine Mitfrauenversammlung, wo unsere Positionen verabschiedet werden. So viel erstmal zu unserer Mitfrauenschaft. Gleichzeitig haben wir 3400 Förderinnen und Förderer, die unseren Verein finanziell unterstützen. Wir haben Stifterinnen und Stifter. Vorhin wurde es ja schon gesagt, seit 2004 haben wir eine Stiftung. Und das ist natürlich auch sehr wichtig, dass wir finanziell unabhängig sind. Gleichzeitig haben wir natürlich noch ganz viele Spenderinnen und Spender, die den Verein immer mal wieder unterstützen. Wir haben unsere Geschäftsstelle hier in Berlin mit 41 Mitarbeiterinnen mittlerweile und natürlich zusätzlich noch ganz viele Verbündete, einfach vom Verein wie Politikerinnen, Gleichstellungsbeauftragte. Wir haben über 20 Prominente, die uns auch öffentlich unterstützen. Genau, so viel vielleicht erstmal zum Verein allgemein. Insgesamt sind wir 12.604 Menschen, die Terre des Femmes in den letzten 2 Jahren unterstützt haben und unterstützen. Und dank 12.400. Ich denke mir, das sollte man mal so auf der Zunge zergehen lassen, vielleicht mit ein bisschen Applaus an dieser Stelle. Genau, und dank dieser Menschen, die uns unterstützen, haben wir es nicht nur geschafft, die größte Frauenrechtsorganisation in Deutschland zu sein und nicht nur gemeinsam politisch sehr viel schon erreicht zu haben, sondern dank dieser Menschen können wir heute auch unser 40-jähriges Jubiläum feiern und ich finde, das hat ein ganz großes Dankeschön verdient. Und
Ich glaube, ganz viele, die da draußen an den Geräten sind, sind auch froh, dass das eben halt so aufgezogen werden kann. Technik alleine ist schön, aber kostet auch so 2-3 Euros. Also von daher großartig, dass das möglich ist, dass wir Sie auch mitnehmen können. Jetzt mal ganz kurz, bevor wir noch andere hören. Warum bist du selber zu Terre des Femmes gekommen? Ich bin damals eigentlich über das Thema Prostitution zu Terre des Femmes gekommen, über ein paar Umwege. Ich habe nämlich in meinem privaten Umfeld mitbekommen, wie es für einige Männer selbstverständlich ist, zu prostituierten Frauen zu gehen, sei es zum Beispiel mit ihrem, als Handwerker mit ihrem Handwerksbetrieb, in der Bundeswehr mit ihrer Gruppe oder mit ihrem Sportverein. Und das hat mich doch ziemlich erschüttert. Und da habe ich gedacht, irgendwas kann doch hier nicht stimmen. Ich setze mich schon ewig für Gleichberechtigung ein, mir ist das wichtig. Und ich war schon immer der festen Überzeugung, solange es Prostitution gibt, solange Männer Frauen kaufen können, werden wir niemals gleichberechtigt sein. Und so bin ich durch einige Umwege dann zu Terre des Femmes gekommen und habe einen Verein gefunden, der eine klare Position hat, der sich klar fürs nordische Modell engagiert und ganz viele tolle Frauen gefunden, die mit mir an meiner Seite sich dafür einsetzen und das finde ich großartig. Wunderbar, vielen Dank. Und wir schauen mal zu diesen Mitfrauen, denn die haben wir gefragt, warum sie bei Terre des Femmes engagiert sind. Frauen werden seit vielen Jahrtausenden von Männern mehr oder weniger diskriminiert. Was hat mich eigentlich dazu bewogen, Terre des Femmes beizutreten? Als Terre des Femmes 2012 in der sogenannten Beschneidungsdebatte sofort für unteilbare Kinderrechte stark gemacht hat, habe ich gewusst, dass ich spätestens jetzt unbedingt Teil dieser Sache werden möchte. Bei Terre des Femmes habe ich meine geistige Heimat gefunden. Ich bin Terre des Femmes beigetreten, um mich für die Rechte von Mädchen und Frauen überall auf der Welt stark zu machen. Und das Schöne war, dass ich mich auf einmal zu Hause fühlte, also frauenpolitisch zu Hause fühlte. Mir ist die schlimme Lage von Frauen in der ganzen Welt klar geworden, aber auch viele Frauenmorde und Gewalt gegen Frauen in Deutschland und in Europa. Ich wollte einfach unbedingt etwas tun, damit Frauen in Deutschland gleichberechtigt und frei leben können, ohne Gewalt. Mich hat motiviert, bei Terre des Femmes beizutreten, dass ich mich gerne für Frauenrechte engagieren wollte und das Gefühl habe, dass wir dann noch einiges zu tun haben. Weil ich bei Terre des Femmes mit vielen anderen motivierenden Frauen gemeinsam für eine Zukunft eintreten kann, in der Frauen überall und zu jeder Zeit selbstbestimmt, gleichberechtigt und frei leben können. Frei leben ohne Gewalt bedeutet für mich, dass Mädchen und Frauen überall auf der Welt gleichberechtigt leben und sich frei entfalten können. Das heißt, ich beherrsche mein Leben, mein eigenes Leben und teile das freiwillig mit anderen. Und niemand zwingt mich dazu. Frei leben ohne Gewalt bedeutet für mich, zuallererst Machtverhältnisse aufzudecken, um dann die Machtstrukturen wirkungsvoll bekämpfen zu können. Dass Frauen sich überall hin frei bewegen können, ohne Angst zu haben, dass ihnen Gewalt angetan wird. Dass ich offen sagen kann, was ich denke. Frei leben ohne Gewalt bedeutet für mich ein selbstbestimmtes Leben ohne Zwänge führen können. Und als Frau bedeutet das aber auch, dass eben nicht nur ich dieses Leben führen kann, sondern dass alle Frauen weltweit das führen können. Gleichberechtigung in einer Welt, in der Frauen bisher nicht gleichberechtigt sind. Für mich bedeutet Freileben ohne Gewalt als Frau, dass ich angstfrei in unserer Gesellschaft leben kann und weiß, dass ich rechtlich und auch gesellschaftlich gleichberechtigt bin. Dass ich so leben kann, wie ich möchte. Dass ich entscheiden kann, was ich mache und was ich tue und was ich anziehe. Frei leben ohne Gewalt bedeutet für mich, dass ich als Frau, genauso wie als Mann, selbst darüber entscheide, wie ich leben will. Dass ich mich frei entscheiden kann, wofür und für was ich mich einsetze. Ein selbstbestimmtes Leben bedeutet für mich, ohne Angst vor Repressalien, sich selbst ausleben, austoben zu können. Dass Frauen ihre Sexualität frei leben können, nach ihrer eigenen Entscheidung. Das bedeutet, dass ich das, was ich tun möchte, tun kann, ohne dass es sanktioniert wird von irgendjemandem. All das bedeutet es, wenn man als Frau unabhängig und frei und ohne Gewalt leben kann.
Nur wir Frauen können das, indem wir uns auch gemeinsam auf dem Weg machen, niemals aufgeben. Wenn Frauen zusammenhalten, können sie wahrscheinlich alles schaffen. Und ein Verein wie Terre de Femme bietet dafür eine hervorragende Basis. Natürlich werden wir weiter viele Fortschritte machen. Das mag zwar noch lange dauern, aber bis dahin ist eben jeder kleine Schritt auch wichtig. Dazu braucht es Solidarität der Frauen untereinander. Braucht auch Solidarität von Männern mit Frauen. Ja, wir können durchaus gemeinsam eine Welt schaffen, in der wir Frauen und Mädchen gewaltfrei zusammenleben können. Ich hoffe, dass wir das können. Ich setze für mich auch alles dran, das zu tun. Ja, sicher können wir das. Ja, allerdings ist es nicht einfach. Ja, gemeinsam können wir das schaffen. Ja, das ist mit Sicherheit möglich, wenn wir die Gewalt erkennen. Ja, ich glaube daran. Ja, wenn wir auch den Mut haben, dass wir uns die Macht nehmen, etwas zu verändern. Das kräftige Ja, was wir da gehört haben und was hier auch den Widerhall findet. Vielen Dank, liebe Anwesende hier, für Ihren Applaus, natürlich auch für Ihre aktive Beteiligung. Denn ich weiß, alle, die hier sitzen, denen schlägt nicht nur das Herz, sondern die sind auch tagtäglich unterwegs. Lass uns nochmal zurückkommen. Ein bisschen braucht man auch Geld. Wir haben gerade Christa gehört, die dieses Haus sucht, damit das Geld auch in Zukunft noch gut investiert wird und dann eben halt auch Unterstützung bringt. Wenn ich jetzt angespornt bin und so sage, das will ich unterstützen, was mache ich als Frau oder als Mann? Wir haben ja auch eben gesehen in dem ersten Gratulationsfilm, es ist ja nicht nur Frauen, sondern sind ja auch Männer mit dabei, diese Situation zu verändern. Was mache ich? Genau, also jeder Mensch, der auch sich für eine Welt wünscht, wo Gewalt gegen Frauen nicht stattfindet, ist bei uns natürlich herzlich willkommen und wir freuen uns über jede Person, die einfach mitmacht. Und es gibt für jede Person die richtige Möglichkeit, auch bei uns mitzumachen und uns zu unterstützen. Genau, letztendlich zum Beispiel, man kann sich halt zeitlich sich engagieren bei uns, indem man bei den Städtegruppen mitmacht, bei den AGs die Aktionen von uns unterstützt oder so zum Beispiel auch Flyer verteilt. Finanzielle Unterstützung ist natürlich auch immer sehr wichtig. Das kann Frau nicht nur dadurch tun, dass sie Mitfrau wird bei uns können nur Frauen Mitfrauen werden, sondern zum Beispiel auch Förderin werden oder Förderer, das können auch Männer machen, oder die in der Stiftung dabei mit beitreten und die Stiftung mit vergrößern, das wäre natürlich auch super. Und Spenden einfach überweisen, das ist auch immer schön, gerade zur Weihnachtszeit vielleicht, das ist ein guter Anlass. Uns im eigenen Testament bedenken, ist auch eine Möglichkeit. Genau, außerdem kann man uns natürlich auch hauptberuflich unterstützen. Wir haben eine Geschäftsstelle und da sind auch immer mal wieder neue Stellen verfügbar, wo man sich drauf bewerben kann. Wir suchen natürlich auch immer nach Verbündeten, also auch Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber können sich sehr gern angesprochen fühlen, unsere Fahnenaktionen zum Beispiel mit zu unterstützen oder auch Politikerinnen und Politiker. Freuen wir uns auch immer, wenn wir da Kontakte finden, die auch sich dafür einsetzen, ein Ende von Gewalt gegen Frauen. Und natürlich die einfachste Möglichkeit ist, weitererzählen im eigenen Bekanntenkreis, über Terre de Femme erzählen, über unsere Themen, einfach aufklären. Das ist auch schon mal eine super Möglichkeit. Und je mehr sich natürlich bei uns mit engagieren, desto schneller erreichen wir unser Ziel. Unser Ziel ist es ja, dass alle Mädchen und Frauen gleichberechtigt, selbstbestimmt und frei leben können. Und deshalb freue ich mich über jede und jeden, die bei uns mitmachen. Großartig. Annemarie Schoss, Vorständin und Städtegruppenkoordinatorin der Städtegruppe Berlin und ganz offensichtlich mit einem weiten Regenschirm über allem. Über Zahlen, Daten, Fakten. Vielen Dank dafür. Dankeschön. Und meine Damen und Herren, wir kommen so langsam zum Ende des ersten Teiles unserer Veranstaltung, die wir gemeinsam mit Ihnen da draußen und gemeinsam mit Ihnen, die Sie hier noch ausharren. Und im Nachrichtendeutsch würde ich jetzt sagen, wir hängen ein bisschen. Wir sind sozusagen 10 Minuten spät in unserem Programm, aber das macht nichts, denn wir geben Ihnen nachher 10 Minuten Pause. Aber jetzt wollen wir doch noch mal schauen, wie das aussieht mit den anderen Gratulanten. Hier kommen noch mehr Gratulationen.
Es ist ein Glück, dass es Terre des Femmes gibt, aber gleichzeitig auch ein Unglück, dass es Terre des Femmes geben muss. Seit 40 Jahren setzt sich Terre des Femmes dafür ein, allen Frauen dieser Welt ein selbstbestimmtes, gleichberechtigtes und freies Leben zu geben. Herzliche Gratulation, großartiges Terre des Femmes, Kämpferin für die Menschenrechte der Frau. Liebe Freundinnen und Mitstreiterinnen, ich möchte euch ganz herzlich zu 40 Jahren Terre des Femmes gratulieren und zugleich möchte ich euch die solidarischen Grüße der kurdischen Gemeinde Deutschland, der Bundesarbeitsgemeinschaft der Immigrantenverbände BAGIF e.V. und natürlich der Initiative Säkularer Islam überbringen. Wir sind dankbar und glücklich darüber, dass es euch gibt, gerade in schwierigen Zeiten, wo ausgerechnet von progressiver Seite immer wieder auch kulturrelativistisch gegen Frauenrechte agitiert wird, ist es wichtig, dass es euch gibt. Und für euren Mut und Engagement möchten wir uns ganz herzlich bedanken. Und ich möchte mich als Mann und als auch Vater einer Tochter vor eurer Arbeit und vor eurem Engagement und Mut verbeugen. Ja, ich gratuliere Terre des Femmes ganz herzlich zum 40-jährigen Jubiläum. Und ich bin dankbar, dass es Menschen gibt, die sich für die Gleichberechtigung von Frauen einsetzen und sich vor allem gegen sexualisierte Gewalt stark machen. 40 Jahre Terre des Femmes bedeutet 40 Jahre Einsatz für die Sache der Frau. Ihr habt unermüdlich weitergekämpft und euch nie unterkriegen lassen. Dafür möchte ich euch ganz herzlich danken und hoffe, dass ihr mindestens noch 40 Jahre weitermacht. Denkt dran, ohne euch wäre die Welt nicht nur der Frauen ein Stück ärmer. Also herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum und ein Weiter-so. So, ich bin Maria-Clara Groppler und ich schicke euch ganz viele liebe, herzliche, digitale Glückwünsche zu 40 Jahren Terre des Femmes. Ich wollte mich bedanken für die tolle Arbeit, die ihr macht und ich hoffe, ihr macht fleißig weiter so und beim nächsten Mal bin ich dann hoffentlich live dabei. Terre des Femmes hat Geburtstag, 40. Geburtstag. Ein Grund zum Gratulieren, ein Grund, um sich zu freuen. Terre des Femmes hat in seiner Lebenszeit so viel für Mädchen und Frauen erreicht und ist dabei, noch mehr zu erreichen. Schon der Name Terre des Femmes ist ein Fanal. Die Erinnerung daran, dass es auf der Welt nicht nur Männer, sondern auch Frauen gibt. Dass dies lange nicht selbstverständlich war, zumindest in vielen Bereichen der Gesellschaft, der Politik, der Wissenschaft, der Geschichte, habe ich selber sehr deutlich erlebt. Man hat mich ausgelacht, als ich die Droits des Hommes et des Citoyens auf das Französische, den französischen Ausdruck mit Männerrechte übersetzt habe, was in der Tat der Fall war, wenn man die Geschichte, europäische Geschichte im 19. Jahrhundert kennt. Herzlichen Glückwunsch daher und weiterhin gute Arbeit für Terre des Femmes. Happy 40-jähriges Jubiläum Terre des Femmes. Ich bin unglaublich begeistert und habe großen Respekt dafür, dass ihr seit wirklich nun mehr als 4 Jahrzehnten für eine freie und bessere Welt für junge Frauen und Mädchen kämpft. Es geht um die weltweite Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern. Vor allem für junge Frauen und Mädchen ist dies noch nicht erreicht. Aber ihr habt in den letzten 40 Jahren wirklich schon sehr, sehr, sehr viel erreichen können. Das Wohlergehen von Frauen ist der entscheidende Messpunkt für das Wohlergehen aller Menschen in jedem Land. Ich danke den Aktivistinnen von Terre des Femmes herzlich für ihr couragiertes, lautstarkes, ideenreiches Engagement für Frauen und besonders für alle diejenigen, die keine Stimme haben und besonders darauf angewiesen sind. Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Jubiläum. Ich finde es gut, dass ich heute am 6. Oktober 2021, dem Internationalen Tag gegen Prostitution, Terre des Femmes zum 40-jährigen gratulieren. Terre des Femmes war und ist wichtig gegen Gewalt gegen Frauen im Allgemeinen und insbesondere gegen Zwangsverstümmelung, gegen Vernachlässigung von Mädchen und Frauen in der Bildung, gegen Prostitution und sexistische Propaganda. Das alles bleibt wichtig, weiter zu erörtern und vor allem zu bekämpfen. Dafür ist Terre des Femmes da und muss es bleiben.
40 Jahre Terre des Femmes, 40 Jahre Mut, Engagement, Einsatz für die Rechte von Mädchen und Frauen. 40 Jahre Feminismus, wodurch sich in diesem Land wahnsinnig viel verändert hat. 40 Mal Dankeschön im Namen des gesamten Vorstandes vom Kinderschutzbund Bundesverband für euren Einsatz und für unsere Partnerschaft. Hallo ihr Lieben, ich grüße euch von ganzem Herzen. Hier ist die Doro Pesch und ja, ich möchte euch ganz, ganz doll gratulieren zum 40-jährigen Jubiläum. Wow, Wahnsinn. Vielen, vielen Dank für das ganze Engagement, für die Mühe, ja, für eure Leidenschaft, ja, um für das Gute zu kämpfen. Und ja, ich bin so happy, dass ich bei euch sein kann. Und ich hoffe, ja, der Abend wird super und ich möchte euch ein kleines Ständchen singen. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday Terre des Femmes, happy birthday to you. Welcome back und ich habe hier so ein leichtes Brummeln vernommen. Das war so ein Happy Birthday, ganz leise. Das machen wir nachher am Ende nochmal. Aber jetzt, meine Damen und Herren, würde ich Ihnen gerne diese wunderbaren Frauen vorstellen, die hier in unserer Panel-Diskussion mitdiskutieren werden. Alle arbeiten kräftigst an unterschiedlichen Aspekten. Das werden wir jetzt gleich erfahren. Ich fange mal an bei der jungen Dame, die auf meiner linken Seite, von Ihnen aus gesehen natürlich rechts, ist Carmen Schiller, Alison Kuhn, man muss noch richtig hingucken, Alison Kuhn, das liegt aber daran, dass ich meine Brille vergessen habe, Schauspielerin, Filmregisseurin, Autorin, Regisseurin und Autorin des Dokumentarfilms The Case You. Als Anglophiler tut mir da das Englische weh, aber Sie werden uns gleich nochmal erklären, was da drin ist und warum dieser Film so wichtig ist und der auch heute und in diesem Jahr so wahnsinnig viel bewegt hat, auch hier bei den Frauenwelten im Filmfestival von Terre des Femmes mit dabei gewesen und auch da viel angestoßen. Toll, dass Sie dabei sind. Ich habe gleich eine extra Aufgabe, nämlich jeder Einzelne und jede Einzelne, die hier mini kurz vorgestellt wird, darf den Satz vervollständigen. Terre des Femmes ist in meinen Augen Und was ist Eine wichtige Plattform zur Diskussion über Menschenrechte und Machtstrukturen. Na, das war spontan. Das war jetzt nicht prämeditiert. Das war also richtig großartig. So, jetzt komme ich da zu Carmen Schiller. Sorry, dass ich da eben gerade den Dreher drin gehabt habe. Carmen Schiller, Gleichstellungsbeauftragte im Kreis Würzburg. Seit Jahren, bei Ihnen mag man nicht seit Jahrzehnten sagen, aber es ist schon im zweistelligen Zehnerbereich, unterwegs, Frauenrechte zu verteidigen, in Frauenhäusern den richtigen Dreh zu geben und wo da jetzt die Probleme sind, werden Sie uns auch gleich nochmal berichten werden. Seit diesem Jahr sind Sie auch Vorständin hier bei Terre des Femmes und trotzdem muss ich Sie fragen, Terre des Femmes ist in meinen Augen stark und unentbehrlich. Stark und unentbehrlich, klasse. Eigentlich bräuchte ich Maria von Welser gar nicht vorstellen, weil eigentlich ist sie immer noch jedem, der irgendwann mal Fernsehen gesehen hat, sozusagen die Frau, die Frauen ins rechte Licht gesetzt hat, die die Rechte der Frauen auch in den Medien nach vorne gebracht hat. Seitdem Sie nicht mehr Direktorin sind in Hamburg, haben Sie weiterhin das Thema vorangetrieben, auf allen möglichen Ebenen sind gereist, haben das Schicksal von Frauen beschrieben und zwei wichtige Bücher sind dabei entstanden und das sind, wo Frauen nichts wert sind und dann eben halt der Blick auf Kinder und Frauen auf der Flucht. Und liebe Frau von Welser, bei all dem, was Sie wissen, sagen Sie uns, was Sie über Terre des Femmes sagen würden. Terre des Femmes ist eine wichtige, laute und unverändert nötige Stimme für die Frauen dieser Welt. Vielen Dank. Applaus
Leni Breinmeier ist zu uns gekommen. Schön, dass Sie da sind. Parlamentarierin, Politikerin. Sie sind Mitbegründerin und Vorstandsmitglied von Sisters e.V., früher Mitglied im Ausschuss für Familien, Frauen, Senioren und Jugend, jetzt Mitglied der Arbeitsgruppe Gleichstellung und Vielfalt. Und ich könnte wahrscheinlich dann noch viele, viele andere Aspekte geben. Aber sozusagen, Sie stellen hier die Macht dar, die, auf die wir auch alle immer wieder gucken. Was können Politikerinnen bewegen? Was tun sie? Wo sind die Erfolge? Aber zunächst auch bei Ihnen. Terre des Femmes ist in meinen Augen klug, mutig, unbestechlich. Und ich habe bei Terre des Femmes immer super tolle, fachlich außerordentlich versierte Ansprechpartnerin. Wunderbar. Wir haben auch, glaube ich, noch alle im Ohr, dass Christa Stolle gesagt hat, nicht nur am 25.11. gibt es eben halt Informationsveranstaltungen für und mit Parlamentarier, die wir machen. Christa Stolle hat aber auch noch gesagt, es gibt ein Land, wo der Pushback ganz besonders zu sehen ist, zu spüren ist, in den Medien auch wenigstens reflektiert wird. Ganz offensichtlich ist Kabul gegenwärtig ohne Frauen auf den Straßen oder wenn, dann erkennt man sie nur als schwarze und verhüllte Wesen. Die ehemalige Frauenministerin von Afghanistan hat jetzt für unser Jubiläum eine Grußbotschaft aufgenommen und dass sie natürlich von den gegenwärtigen Ereignissen in Kabul geprägt ist, ist selbstverständlich. Hier ist sie, Nazanin. Good morning, friends and sisters. I'm happy to speak to you today again on 40th anniversary of Terre des Femmes, where I spoke first time 20 years ago. That was the time when the US was still bombing my country to remove Taliban from power. Unfortunately, after 20 years of hard-won gains on human rights and women's rights, we are back in the square one. And the people who were in power on that time are back in power with the same mentality. The news from Afghanistan is not very promising. Girls' access to education is only up to sixth grade. They are not allowed to go to high schools or Kabul University to teach or to study. Women are not allowed to work in civil service except in health sector. The Ministry of Women's Affairs and the Afghanistan Independent Human Rights Commission, which achieved remarkable gains, are both abolished. But what they cannot take back is the knowledge about the human rights that the people and young Afghans now have, which can be a light at the end of the tunnel. The extremist groups are learning from each other. The history showed us that the problem in Afghanistan will not stay within our boundaries. It will reach everywhere. We watch how they use sexual gender-based violence as a weapon of war. Rape is not the only sexual gender-based violence, but child marriage, forced marriages, restriction of their basic freedom and rights is also sexual gender-based violence. We need to stand united to end the culture of impunity for international crimes, including sexual gender-based violence. Human rights are not a Western value only. It is a human value. The people everywhere, and particularly the women in Afghanistan, deserve to live with rights and dignity. It is not a luxury, it is a basic human nature. Thank you. Ein Leben ohne Gewalt, kein Luxus, sondern ein Menschenrecht. Und da wollen wir doch mal direkt ansetzen. Frau von Welser, mit all dem, was Sie gesehen haben in den letzten Jahren, was Sie bereist haben, wo ist die größte Herausforderung? Wie kommen wir diesem Übel, was in vielen Ländern ist und jetzt gerade wieder in Afghanistan, also dieser Rollback, wie kommen wir dahin, ein freies Leben
für Frauen auch in anderen Ländern zu erwirken? Das ist eine umfassende Frage, Frau Cimok. Die ist fast nicht wirklich ernsthaft zu beantworten. Weil, wenn ich jetzt auf die Flüchtlingssituation sehe, 86% der geflüchteten Menschen sind Frauen und Kinder. Als wir von der sogenannten Flüchtlingswelle sprachen 2015, da waren es überwiegend Männer. Es waren die Väter, es waren die Söhne, es waren die Großväter, die damals aus den Flüchtlingslagern versucht haben, nach Europa zu kommen, weil die Welternährungsorganisation die monatlichen Zahlungen an Flüchtlinge von $26 auf 13 reduziert hat. In diesen Flüchtlingslagern, in denen ich war, waren Frauen und Kinder. Ich weiß nicht, wie man das Ganze, es wird ja nicht besser im Augenblick, wie man das Ganze versuchen kann, in den Griff zu bekommen. Wir müssten erstmal dafür sorgen, dass in allen Parlamenten dieser Welt gleichberechtigt Frauen werden. Ich glaube, dass sich da sehr viel ändern würde. Davon bin ich überzeugt. Das habe ich auch da, wo es der Fall ist, erfahren. Endlich gibt es ja im Bundestag ein paar Frauen mehr. Jau, ja, nicht so. In all den Ländern, in denen die Frauen so behandelt werden, wie Sie es beschrieben haben, wie wir das jetzt auch in der Stunde vorher erlebt haben und gesehen haben, haben die Männer das Sagen, haben die Männer die Rechte, haben die Männer die Macht und die Gewalt, und die Frauen können sich nicht durchsetzen, weil sie die Bildung nicht erfahren, da geht es nämlich schon los, weil sie die finanzielle Unterstützung nicht haben, weil in Afrika die Brunnen fehlen, weil die Verhütungsmittel fehlen. Es gibt so viele Dinge. Ihre Frage macht mich fast sprachlos, muss ich ehrlich sagen. Meine Frage oder die Tatsache, dass so viel draußen ist, dass ich sie nicht wirklich ernsthaft beantworten kann. Ja, ich fühle große Empathie dafür. Das ist eine Frage, aber die wir uns alle tagtäglich stellen. Lassen Sie uns da mal verkleinern und nur mal auf Deutschland schauen. Frau Schiller, welche Herausforderungen sehen Sie, haben Sie möglicherweise erlebt, in Ihrer täglichen Arbeit als Frauenbeauftragte, egal jetzt, ob es Würzburg ist, es könnte wahrscheinlich auch irgendwo anders sein. Wo sagen Sie, sind die größten Herausforderungen, denen Sie heute noch tagtäglich gegenüberstehen? Also es sind drei große Punkte, wo ich tagtäglich in meinem Beruf konfrontiert werde. Das ist das eine, wenn Betroffene von Gewalt vor allem Hilfe brauchen, dann brauchen sie schnelle, adäquate Hilfe. Und es ist ein Riesenmangel an Schutzplätzen, und nicht nur bei uns, sondern bundesweit, immer noch. Und das nächste ist, dass Frauen nach wie vor immer noch finanziell abhängig sind, also zum Beispiel Jobcenter, wenn sie Hartz IV beziehen, von ihren Ehemännern, aber auch die Ausländerrechte, die aufgrund der Familienzusammenführung, die Abhängigkeit des Aufenthaltsstatus im Zusammenhang mit dem Familienzusammenführung hindert die Frauen oftmals, sich aus der Gewaltsituation zu befreien. Ich danke Ihnen für den Auftakt. Wir gehen dann gleich noch mal eine Runde weiter und versuchen dann auch möglicherweise etwas konkreter, liebe Frau von Welser, zu sprechen. Alle schauen in Richtung Politikerinnen. Also wir hätten auch gerne ein paar mehr in den Parlamenten. Das wäre gar nicht so schlecht. Es gibt auch unterschiedliche Graduationen, wenn man weltweit schaut. Da haben wir Parlamente in Ländern, die mit Frauen, mit einer hohen Frauenanzahl bestückt sind, von denen wir es nicht geglaubt hätten. Und dann schauen wir so auf Deutschland und denken, naja, also da ist noch ziemlich viel Luft nach oben. Frau Breimeyer, wie viel können denn diese Hoffnungsträgerinnen, diese Politikerinnen bewegen? Wo ist ihre Macht, von denen wir denken, dass sie sie haben? Und spüren Sie auch diese Macht? Also das eine sind die Politikerinnen, da haben wir zu wenig davon. Wir haben jetzt einen Frauenanteil von 35% im Deutschen Bundestag, das ist zu wenig. Der wird gebracht von der Linkspartei, den Grünen und der SPD, die haben Quotenregelungen, Punkt. Alle anderen haben das nicht und haben total erbärmliche Anteile von Frauen. Das ist das eine. Das andere ist, jetzt haben wir einen
Kanzlerkandidaten, der vielleicht in 2-3 Wochen zum Kanzler gewählt wird, der vor der Wahl klar sagt, ich bin Feminist. Das ist ja auch schon mal eine Aussage. Und ich habe jetzt, ich meine, dann bist du Bundestagsabgeordnete und denkst, wow, jetzt bin ich Bundestagsabgeordnete, jetzt gestalte ich da die Welt, aber du musst halt immer Mehrheiten kriegen. Und habe jetzt aber, ich sitze jetzt hier und wäre gern 3 Wochen älter, dann könnte ich schöne Sachen erzählen, so, aber es war jetzt zum 3. Mal in meinem Leben, dass ich einen konkreten Koalitionsvertrag mitverhandeln konnte. Das war 2011 bei Grün-Rot in Baden-Württemberg, das war 2017 für die Große Koalition und jetzt eben für dieses Ampelbündnis. Und da muss ich sagen, dass das jetzt für mich, weil ich auch in dieser Arbeitsgruppe Gleichstellung und Vielfalt war, echt, das waren jetzt total besondere 3 Wochen. Also da zu sitzen und mit Leuten anderer Parteien zu reden, gibt es Femizide, wie kann man das gestalten mit der gerichtsverwertbaren Beweissicherung, wie setzt man die Istanbul-Konvention um, kann man Schwangerschaftsabbrüche bezahlen, kann man Verhütungsmittel bezahlen, also wir sind so tief da eingestiegen, ich kann nicht über Ergebnisse jetzt reden, aber mich hat es total bewegt, dass es all die Sachen, die ich sonst auf Kongressen und mit euch und so bespreche, dass wir da gesessen sind und tagelang verhandelt haben, am Schluss viele Seiten hatten, das zusammendampfen mussten, um jedes Wort gerungen haben und es jetzt abgegeben haben, so wie so eine Klassenarbeit. So. Und jetzt sitzen da die Parteioberen da die nächsten 2 Wochen und machen daraus einen Koalitionsvertrag, hoffentlich. Also so. Und das ist schon, da kommst du dir schon vor, dass du da echt Einfluss und Macht hast. Großartig. Und ich meine, wenn es da drin steht, man muss da auch noch in Regierungsarbeit, erst muss mal die Koalition zustande kommen, aber das fand ich jetzt schon auch bemerkenswert, dass ich mein Leidenschaftsthema bearbeiten durfte. So fand ich echt toll. Ja. Super. Wir drücken natürlich die Daumen, dass so viel wie möglich dann auch wirklich dann nachher umgesetzt wird. Das ist dann ja immer so der zweite Punkt. Aber ohne großartige Vorlage kann auch keine gute Politik entstehen. Alison Kuhn, Sie sind ja sozusagen the Junior hier in diesem Kreis. Und wir finden es auch ganz toll, sowohl bei den Gratulantinnen, als auch wenn ich hier ins Publikum schaue, wir haben tolle junge Frauen. Sie haben sich jetzt eines Themas angenommen, Gewalterfahrung in der Filmbranche. Uns allen liegen möglicherweise noch die Berichte über Twitter, MeToo, Hashtag MeToo, am Herzen. Und was jetzt noch wahnsinnig viel aufgearbeitet wurde und sicherlich noch aufgearbeitet werden will. Erstens, warum dieser Film? Zweitens, was haben Sie damit bis jetzt schon bewegt? Dieser Film, warum? Weil der gemacht werden musste. Es ist tatsächlich auch, ich glaube, mit der erste Film in Deutschland, der sich mit Gewalt und sexualisierter Gewalt an Schauspielerinnen auseinandersetzt. Soll ich kurz skizzieren, worum es geht? Ja, das wäre großartig. Genau. Ja, bitte. Es ist ein 80-minütiger Dokumentarfilm, in dem es um 5 junge Schauspielerinnen geht, die alle vor einigen Jahren an demselben Casting teilgenommen haben, an dem sie zum Teil Gewalt und auch sexualisierte Gewalt erfahren haben. Und der Regisseur, der dieses Casting durchgeführt hat, der hat das Material genommen, also die Aufnahmen dieser Übergriffe, und hat daraus einen eigenständigen Dokumentarfilm montiert. Und dagegen klagen meine 5 Protagonistinnen. Ich habe sie zusammengebracht in einem Theatersaal und wir haben dort auf verschiedenen Ebenen erarbeitet, was damals passiert ist und wie es dazu kommen konnte und welche Konsequenzen wir daraus jetzt ziehen. Welche Konsequenzen zogen Ihre Protagonistinnen daraus? Ganz wichtig, sich zu verbünden, Gleichgesinnte zu suchen, die eigene Position und Machtpositionen anderer zu hinterfragen. Ich hoffe, dass wir mit diesem Film nicht nur Betroffene adressieren können, sondern auch die Menschen, die eben in diesen Machtpositionen sind
Und ich würde mir sehr wünschen, und ich habe auch den Eindruck, dass wir da schon kleine Schritte tun, dass wir da wirklich zu einer Reflexion anregen gerade. Und jetzt sage ich mal, auch mit Männern. Auch, ja. Auch mit Männern, großartig. Da werden wir gleich nochmal weitergehen. Frau Schiller, Sie haben gerade eben drei Punkte genannt, an denen Sie denken, da müssen wir permanent weiterarbeiten. Und ein Aspekt, den Sie gesagt haben, ist, es gibt auch Strukturen, die im Moment noch althergebracht sind, die eigentlich eine Gleichstellung, eine Gleichberechtigung verhindern. Strukturen sind ja sehr schwer zu verändern. Wie bekommen wir dann bessere Gesetze, bessere, ich weiß nicht was, Abteilungsleiter, die mal auch die Punkte und die Kommata weglassen bei einem Gesetz und sagt, mir egal, was da drin steht, die Frau ist jetzt in Not, der muss ich helfen. Zum Beispiel, wenn es darum geht, um den Aufenthalt, um den Daueraufenthalt für eine Frau zu bekommen, erlebe ich das hin und wieder so, dass Frauen teilweise 18 Jahre in Deutschland sind, die Sprache nicht so beherrschen, wie es der Beamte oder der Angestellte vor Ort eben gerne hätte und ihm seinem Gutwill das überlassen ist, weil es im Gesetz steht, Deutschkenntnisse und inwiefern er diese Deutschkenntnisse eben beurteilt und jährlich der Dame einen Aufenthalt gibt. Was zur Folge hat, dass diese Dame weder sich integrieren kann, also keine Bank gibt es mit einem Jahr Aufenthalt Kredit. Sie kann keinen Zentimeter vorwärts kommen wirtschaftlich. Jeder Arbeitsvertrag letztendlich, der abgeschlossen wird, ist auf ein Jahr befristet. Und die Konsequenz ist auch, wenn häusliche Gewalt da stattfindet, dass diese Frauen ihrem Peiniger ausgesetzt sind. Mhm. Über Jahre hinweg. Und eine Frau hat zum Beispiel zu mir gesagt, sie hofft, ist eine bisschen ältere Dame gewesen, dass ihr Mann nicht stirbt, weil ihr Aufenthalt ist abhängig von ihrem Mann, von der Familienzusammenführung, weil sonst muss sie zurück und hält die Gewaltsituation einfach aus. Und ihr bleibt nichts anderes übrig. Und da mache ich mir natürlich Gedanken und sage mir, Mensch, ich kann ein Stück weit verstehen, dass man sagt, zur Integration gehört einfach auch die Sprache. Aber wir haben hier mehrfach gehört, es gibt einfach Frauen, das sind Analphabeten. Oder die haben die Bildungsvoraussetzungen nicht, wenn sie in dieses Land kommen. Wie wir, sage ich mal. Und bei denen muss man einfach niederschwelliger ansetzen, meiner Auffassung nach. Und wenn man sagt, eine gewisse Zeit wäre vielleicht eine Lösung, dass man sagt, spätestens nach 5 Jahren sollte man einen dauerhaften Aufenthalt gewähren. Und ja, hier bestimmte Lösungen zu erarbeiten in der Politik, das wäre meines Erachtens sehr wichtig und notwendig. Welche Möglichkeiten haben Sie denn dann als Frauenbeauftragte, einen solchen Prozess möglicherweise ins Positive zu bringen? Das heißt also, nochmal mit dem Sachbearbeiter zu reden, nochmal eine Erklärung zu drehen und einen Menschen davon zu überzeugen, dass Verordnungen das eine sind, aber das Überleben einer Frau das andere? Man muss auch sagen, die Beamten vor Ort, die machen ihre Arbeit und die wissen die Einzelschicksale nicht. Für sie ist es einfach, die Frau kann noch nicht genügend Deutsch, möchte dann, am einfachsten ist es, wenn man eine A1 einfordert, Sprachkurs A1. Aber dafür reicht es oftmals nicht. Und unabhängig davon, ob die Frau ja bildungsmäßig die Kapazität hat, das Ganze zu lernen, müssen wir auch sagen, wir haben genügend Bürger und Bürgerinnen hier, die patriarchalische Strukturen hier leben. Bedeutet, dass die Frau mehr zu Hause ist, ja, und auf die Kinder aufpasst oder einfach nur mit dem Haushalt beschäftigt ist und nicht raus kann und gestattet denen einen Deutschkurs. Das hat zur Folge, diese Frauen werden nie Deutsch erlernen und niemals A1 vorweisen können, ja, und auch niemals einen dauerhaften Aufenthalt, einen gesicherten Aufenthalt in Deutschland bekommen. Und das betrifft
500.000 Frauen in Deutschland. Das ist eine ganz bittere Situation, Frau Schiller. Und da müssten aus meiner Sicht zum Beispiel, ich weiß nicht, ob der Terre des Femmes sehr engagiert ist, aber andere Organisationen sich intensiv um diese Frauen kümmern. Die müssen Deutsch lernen, sie müssen Integrationskurse absolvieren, weil wenn sie die Integrationsstufen nicht absolvieren, haben sie überhaupt keine Chancen. Und dann bleiben sie eben, wie Sie es beschreiben, zu Hause, und den Männern ist das mehr als recht, weil sie aus patriarchalen Strukturen kommen und kommen nicht raus. Die Kinder gehen mit ihnen zum Arzt, die Kinder gehen mit ihnen in die Schule, um ihnen zu übersetzen, um ihnen übersetzen zu helfen, weil sie selber richtig Deutsch gelernt haben. Es betrifft so viele Frauen, die inzwischen hier in Deutschland leben, die wir eigentlich außen vor lassen, um die wir uns intensiver kümmern müssten. Ich muss dazu noch sagen, es mag einige Frauen geben, denen es recht sein mag, aber überwiegend erlebe ich, dass es an anderen Dingen scheitert. Im ländlichen Gebiet ist die Infrastruktur nicht so geeignet. Diese Frauen haben keinen Führerschein, auch die finanzielle Möglichkeit nicht. Und die Busse fahren nicht unbedingt so, wie es sein sollte. Und unabhängig davon fehlt es tatsächlich an Kinderbetreuung. Ja. Ne? Sie müssen ihre Kinder irgendwo unterbekommen, damit sie tagsüber die Kurse besuchen können, wenn sie es dürfen. Also es ist nicht vollständig abgedeckt. Also immer wieder gibt es Probleme. Natürlich weiß ich, es gibt Gesetze, wo man ein Anrecht auf einen Kindergartenplatz hat, keine Frage. Aber die Realität sieht eben anders aus. Mhm. Und nichtsdestotrotz ist es so, in dem Fall auf Ihre Frage zurückzukommen, wie gehe ich damit um? Ja. Bei uns in der Behörde, dadurch, dass wir eng zusammenarbeiten und kollegial miteinander umgehen, ist es in der Regel kein Problem, weil die Kollegen wissen das oftmals gar nicht. Mhm. Und ich als Gleichstellungsbeauftragte, wenn bei mir diese Problematiken auffloppen, dann gehe ich selbstverständlich zum Kollegen und bespreche das Ganze mit ihm. Und dann werden nach Lösungen gesucht und bestmöglich zum Wohle der Frau Lösungen gesucht. Und welche Betroffene, oder in der Regel kommen sie eher weniger auf die Idee, die Gleichstellungsbeauftragte im Amt aufzusuchen, um Hilfe zu bitten. Da muss einfach eine generelle Lösung heran. Vollkommen klar. Frau van Velze, das Wort Wissen ist so ein Stichwort, wo ich von Frau Schiller zu Ihnen komme. Sie waren gestern noch in Paderborn unterwegs, haben einen Vortrag gehalten über Lehrauftrag, Seminare. Ein Lehrauftrag. Sorry, ich habe da nur halb zugehört, ganz offensichtlich. Und haben gesagt, Sie sind begeistert auch von jungen Männern, die sich um Themen Frauen, Flucht, Vergewaltigung kümmern und auch einsetzen oder eben halt anders reagieren als das, was Sie vor 20, 30 Jahren gesehen haben. Wo ist da der Unterschied? Wo ist da ist das Ihr Input? Ist das Ihr Wissen, das Sie gut weitervermitteln? Das Seminar heißt Frauen, Krieg, Gewalt und Flucht und die mediale Darstellung. Das geht jetzt seit 7 Jahren. Und am Anfang waren es überwiegend Frauen, die sich eingetragen haben. Manchmal hat es so 3-4 Tage gedauert, bis das Seminar voll war. Ich nehme nicht mehr als 50. Inzwischen geht es dann, da freue ich mich sehr, innerhalb von 24 Stunden. Und es sind die Hälfte junge Männer und sehr viele mit Migrationshintergrund, nachweislich Migrationshintergrund. Ich habe sogar einen jungen Lankanesen, ein Tamile ist in der Gruppe. Und wenn ich am Schluss dieses Seminars, wo es geht, es geht aber auch um Frauen, die Krieg geführt haben, also Margaret Thatcher, Golda Meir, Bandara Naike, weiterhin zu den schrecklichen Vergewaltigungen in Bosnien, über die Vergewaltigungen, die nach dem Zweiten Weltkrieg hier passiert sind, über Afghanistan, über Indien, dass Indien ein so gefährliches Land inzwischen für Frauen ist, wo alle 21 Minuten eine Frau vergewaltigt wird. Wenn dieses Seminar vorbei ist, 8x4 Stunden jeweils, und mir die jungen Männer hinterher dann sagen oder schreiben oder eine E-Mail schicken, es hätte sich ihr Blick auf die Welt und auf die Frauen verändert, dann finde ich das wichtig und dann freue ich mich sehr. Dann ist das eine Kleinigkeit, aber dann denke ich mir, man kann etwas auf den Weg bringen mit Information. Information ist überhaupt der Schlüssel in dieser Gesellschaft. Bildung und Information, um hier etwas zu verändern. Und einfach nochmal meine permanente Forderung in allen gesellschaftlichen Ebenen, Schichten, überall, gleichberechtigt Frauen.
255 Frauen im Deutschen Bundestag, na bitte. Aber immer noch viel, viel zu wenig. In allen Ebenen müssen die Frauen vertreten sein. Und wenn das dann hinausgetragen würde in andere Länder, ich erlebe jetzt zum Beispiel in Spanien, dass ein Herr Sanchez plötzlich die Prostitution untersagt. Also da passiert etwas, wenn die richtigen Leute an den richtigen Stellen sind mit dem richtigen Wissensvorsprung. Wissen ist eine Frage, Frau Breimer, die ich gerne bei Ihnen, nachdem Sie uns geschildert haben, wie Sie engagiert sind, zumindest in den Vorlagen für Koalitionsverträge. Sie haben gesagt, einmal 13 oder 11, habe ich 2013 waren Sie das erste Mal? 11, gut. Das heißt also 10 Jahre. Hat sich in der Art und Weise, solche Papiere zu erstellen, die ja wichtig sind. Hat sich da etwas verändert in der Zusammenarbeit mit den Kollegen? Spüren Sie einen Unterschied? Laufen Sie mit Ihren Themen, die Ihnen ja am Herzen liegen, offenere Türen ein? Ja, wobei die Kollegen die zum Teil auch schon mitbringen. Also so ein kleines Beispiel, wir haben intensiv jetzt auch gesprochen zum Thema um das ganze Thema Abtreibung rum und um die Frage, muss das da im Strafgesetzbuch stehen und was ist der Zweck und wo kommt das her und so. Das war wirklich eine ganz intensive Diskussion. Da kommt ein junger Kollege, wirklich ein junger, gerade neu im Bundestag und sagt, Jurist, hat da einen anderen Zugang und sagt dann, naja, aber ich meine, was ist der Zweck des Strafgesetzbuchs? Und dann denkt er da laut drüber nach und dass dieser Zweck ja gar nicht erfüllt werden kann. Und dann kommt eben, ja, aber das ist ungeborene Leben und Bundesverfassungsgericht. Und dann kommt von ihm dann, naja, aber kann man das dann nicht anders schützen mit größeren Wohnungen oder mit Kindergrundsicherung? Oder da muss, also es sind völlig andere Diskussionen. Mhm. Und das einmal, das ist auch so ein Erfolg, also von Terre des Femmes, aber auch von anderen Organisationen, die wir hatten letzten Samstag zusammen so eine Online-Diskussion und da haben wir auch rausgearbeitet, dass es so wichtig ist, dass das, was uns Frauen bewegt und bedrückt und beschwert, dass wir das aussprechen und dass das nicht unsere Privatangelegenheit ist. Und wir haben dann festgestellt, es gibt im Bayerischen und im Schwäbischen ein vergleichbares Wort. Im Schwäbischen heißt ausgeschämt, also ausgeschämt, und im Bayerischen heißt ausgeschamt. Und so. Also das ist für mich so echtes so Frauenwort. Hey, wir schämen uns jetzt nicht mehr für das, was uns angetan wird, sondern wir sagen das laut und dann kommt es auch an und dann kommt es in der Gesellschaft an und dann kommt es auch in der politischen Debatte an, weil das, was mich beschwert, ist nicht meine Privatangelegenheit und mein persönliches Schicksal und ich bin zu blöd, sondern das passiert ganz vielen um mich herum auch noch. Und das ist bei vielen Themen in der Politik angekommen, weil es im Leben angekommen ist. Und dann braucht es halt am Ende des Tages noch Druck. Also ich kriege auch viel Druck und Themen, die mir auf den Tisch flattern. Mails und alles. Und das Erste, was ich dann gucke, ist, wenn mir irgendein Verein schreibt aus München, Düsseldorf oder Hamburg, das weg, wenn es nicht gleich löscht. Also tatsächlich, weil was juckt mich dieser Verein mit seinen Themen? Mein Wahlkreis ist Ahlen-Heidenheim. Ich gucke immer, schreibt mir jemand aus meinem Wahlkreis? Und meine Bitte an alle da draußen im großen Orbit ist, wenn ihr ein Thema habt, schreibt eure Abgeordneten vor Ort an und nehmt keine vorgefertigten Briefe, die man dann 100-fach kriegt an einem Tag mit dem gleichen Wortlaut. Macht euch die Mühe und formuliert individuell, ich, deine Wählerin, dein Wähler, erwarte von dir. Und wenn ich, also ich arbeite halt so, ich habe da meine Themen, da bin ich drin und dann gibt es Themen, die blicke ich auf keinem Auge. Es ist einfach so, ich kann ja nicht alles blicken. Ja. So, und dann mache ich das, was die sogenannten Fachpolitiker in der Fraktion mir empfehlen, die das durchgedacht haben und irgendwie gucken, ob das jetzt richtig ist, was ich da abstimmen soll, tue ich eigentlich erst, wenn aus meinem Wahlkreis oder von irgendwoher eine rote Lampe kommt und sagt, da darfst du nicht zustimmen, weil, und wir erwarten von dir, weil. Und deshalb ist tatsächlich dieser Dialog mit Bürgerinnen, Abgeordnete und umgekehrt, ist brutal wichtig und bewirkt auch was. Und ich glaube, da hat sich die letzten 10 Jahre tatsächlich auch was verändert.
dass Bürgerinnen und Bürger sich auch mehr trauen. Vielleicht hat es auch was mit diesem Internet zu tun, dass es auch so wahnsinnig schnell geht und die Abgeordnetenadressen dann auch so bekannt sind. Immer Vorname.Nachname@bundestag.de kann jeder Depp schreiben, so wird gemacht. So. Ja, und deshalb ist dieser, also da hat sich was verändert, dass auch so genau drauf geguckt wird, was verhandeln die da und so. Insofern finde ich es total bemerkenswert, dass da bis heute nichts rausging aus diesen Verhandlungen. Das finde ich wirklich sensationell. Ja, das, das ist definitiv sehr spannend. Frau Kuhn, das führt automatisch zu Ihnen. Bedeutet das, dass die jüngeren Leute, Männlein und Weiblein, in einer Welt leben, in der Wissen und Information zumindest schneller verbreitet werden kann? Ob es dann immer das richtige Wissen, die richtige Information ist, eine andere. Bedeutet das, dass es auch automatisch dazu führt zu sagen, nein, so nicht? Oder dass das, die so nicht stimmen, auch laut werden können? Nicht nur eben halt durch so Persönlichkeiten, die dann schon an der richtigen Stelle sitzen, sondern eben halt auch schüchternere Mädchen dann schneller sagen können, nein. Ich glaube, es erleichtert auf jeden Fall die Vernetzung. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Der Austausch wird ja massiv erleichtert durch das Internet. Das war jetzt in unserem Fall auch so. Ja. Wir sind alle nur zusammengekommen, die betroffenen Frauen, weil wir über Crew United, das ist eine Plattform für Filmschaffende, weil wir da vernetzt wurden. Und dann wurde eine geheime Facebook-Gruppe gegründet, in der wir diese Vorfälle besprochen haben, in der sich die Klägerinnen zusammengefunden haben. Das wäre ja alles vor 20 Jahren gar nicht möglich gewesen. Mhm. Also da ist schon eine Änderung gewesen. Mhm. Mit Ihrem Nein oder mit dem Nein auch Ihrer Protagonistinnen, haben Sie das Gefühl, dass Sie auch andere dazu bewegen können, eher Nein zu sagen zu traditionellen Formen der Machtausübung? Der Machtausübung. Nein zu dem zu denen, ja, die Macht ausüben. Ja. Ja, das ist wieder ein bisschen der Punkt, den ich eben angesprochen habe. Also auf jeden Fall bekomme ich viele Rückmeldungen von Frauen, die sich dadurch bestärkt fühlen, was ich ganz toll finde, Frauen und Männer. Aber ich finde es immer umso toller, wenn Menschen in Machtpositionen sagen, das war irgendwie augenöffnend. Und das ist ja auch das, was man erreichen möchte. Man möchte ja natürlich die Betroffenen darin unterstützen, sich zu schützen, aber alleine da kann man nicht ansetzen. Man muss bei den Menschen ansetzen, die diese Gewalt oder den Machtmissbrauch ausüben. Ich gucke Frau Schiller an und denke an die Aspekte, die Sie mir zugeworfen haben. Und dass der eine Aspekt ist zum Beispiel, dass im Prinzip der Kreis Würzburg gesagt hat, ja, wir wollen ein Frauenhaus haben, aber es dauert. Ja, es dauert. Also aus dem Jahr kommt nicht ein und jetzt und morgen am Tag können Richtig. Frauen bei Ihnen in Notlagen Unterkunft bekommen, sondern seit 3 Jahren dreht sich da alles. Welche Strukturen sind dahinter, die Sie möglicherweise aufdecken können und welche Macht haben Sie als Frauenbeauftragte auch zu sagen, jetzt reicht's, jetzt machen wir das? Ich hole mal ein bisschen aus. Als die Idee mit dem Frauenhaus im ländlichen Bereich im Landkreis Würzburg entstand, waren erstmal alle überrascht und jeder hat gefragt, wie soll man das finanzieren? Und parallel dazu hat damals die Ministerin Giffey Gelder zur Verfügung gestellt, gemeinsam gegen Gewalt und 120 Millionen bundesweit wurde in die Hand genommen, um den Neubau von Frauenhäusern zu fördern. Und auch da waren die Chancen eigentlich ganz gut. Also, es musste ein innovatives Projekt sein. Und weil unser Frauenhaus, unser Konzept ein innovatives Projekt ist, wurden uns auch diese Gelder zur Verfügung gestellt für den Neubau eines Frauenhauses. Und ich kann Ihnen sagen, also was heutzutage immer noch bundesweit sehr mangelhaft ist, dass Frauen, wenn sie in Not geraten und Frauenhäuser aufsuchen müssen, mit älteren Söhnen nicht unterkommen. Kaum. Und keine Frau geht ohne ihr Kind. Also ich kenne viele Frauen, die ihre jüngeren Kinder mitnehmen konnten. Ich habe selber solche Frauen beraten, auch unterstützt und bundesweit untergebracht. Aber sobald es dann darum ging, dass der
ab der Pubertät, also je nachdem, wie das Kind entwickelt ist, 12, 13, 14 Jahre ist es aus, kann es aufgrund des Schutzes von anderen Frauen, also Mitbewohnerinnen im Frauenhaus nicht aufgenommen werden. Und als die Frau gehört hat, sie muss ihren Sohn im Kinderheim unterbringen, ja, und allein die Kosten muss man sich mal überlegen, ne, was so ein Kinderheim im Monat kostet, hat sie es bevorzugt, in der Gewaltsituation zu bleiben. Und das sind solche Ideen gewesen, wo ich mir gedacht habe, da muss sich was ändern. Und vor allem in Deutschland gibt es für alles und jeden gewisse Standards an Gebäuden, wie es gebaut werden soll. Und wenn man weiß, wie die Frauenhäuser existieren, ja, dass Frauen teilweise mehrfach in ein Zimmer teilen, Wohnzimmer so oder so, also die allgemeinen Räume so oder so, oder Nasszellen gemeinsam teilen müssen, wirklich in 3, 4, 5, 6, 7 Quadratmeter zu dritt, zu viert als Personen, also mit den Kindern untergebracht werden, frage ich mich, ja, wo sind hier die Standards? Und das hat mich zur Idee, auf die Idee gebracht, auch zu sagen, nein, wir machen Apartments, menschenwürdige Apartments. Und das innovative Konzept des Landkreises soll sein, also für ältere Söhne, abgeschlossene Apartments, vor allem sichtbar. Das bedeutet nicht mehr anonym, weil die Frauen sollen selbstbewusst, also dazu stehen können, sie müssen sich nicht mehr schämen, dass ihnen Gewalt angetan wurde. Und das ist so der Hintergrund, und dass Kinder auch nicht mehr sich verstecken müssen und es ihnen nicht peinlich ist zu sagen, ich wohne in einem Frauenhaus. Mhm. Bedeutet aber zugleich, das muss man auch wissen, ein sichtbares Frauenhaus, ja, ersetzt nicht das anonyme Frauenhaus. Das ist nach wie vor wichtig und notwendig und muss erhalten bleiben, soll eine Ergänzung dazu sein. Und die Schwierigkeiten liegen darin, dass am Anfang erstmal das Geld ein Problem war. Das konnten wir dann klären. Ja, die Ministerin hat damals die Bereitschaft erklärt, eventuell, ja, gegebenenfalls uns da zu unterstützen. Dann die Betriebskosten, das konnten wir mit dem Land Bayern auch klären. Ja, und zusätzlich zu dem Ganzen muss ich sagen, andere Organisationen, andere Institutionen, wo die persönlichen Befindlichkeiten eine große Rolle spielen und wo es dann Konkurrenzkämpfe gibt, na, wenn ihr das Geld kriegt, was ist mit uns? Und letztendlich sind wir jetzt nach 3 Jahren an einem Punkt angekommen, wo unser Projekt droht zu scheitern, weil die, ja, hiesige Polizei sagt, ein Frauenhaus, ein offenes Frauenhaus im ländlichen Gebiet ist nicht sicher genug und sprechen sich letztendlich dagegen aus. Und jetzt muss man gucken, und ich kann auch unsere Kommunalpolitik oder jegliche Politik verstehen, die sagt, ich kann kein Frauenhaus bauen, wenn die Polizei sich dagegen äußert. Lassen Sie mal was passieren, ja, einer Frau oder einem Kind. Ja, diese Verantwortung will die Politik natürlich nicht übernehmen. Ja, und das sind Dinge, die entziehen sich meinem Verständnis. Meiner Meinung nach, wie kann es sein, dass man Frauenschutz, ja, entsagt und sie in der Gewaltsituation lässt, mit der Begründung, wir können ihnen nicht genügend Schutz geben, weil es ein sichtbares Frauenhaus ist und im ländlichen Gebiet. Und den Schutz quasi komplett versagt. Ich glaube, wir sind alle sehr betroffen. Falls jemand auch im Nachgang Lösungsmöglichkeiten sieht, gerne willkommen. Ich denke mir, Sie heben gerade beide Hände. Naja, ich kenne die Würzburg nicht und ich kenne die Situation da einfach nicht. Aber ich weiß nicht, wir wissen es ja alle, dass wenn die Frauen gehen, und das wissen ja auch die Frauenhausbetreiberinnen, dass die Typen echt oft vor der Tür stehen, gell? Und da randalieren. Mhm. Und wenn du dann da ein Haus hast im ländlichen Raum, das heißt, da fürchte ich einfach, dass die Polizei fürchtet, dass sie da die ganze Zeit vor der Tür zu stehen haben. Also das, denke ich, steckt dahinter. Aber das müsst ihr vor Ort klären. Also ich meine, die Bundesregierung gibt das Geld, findet ja immer, wir sind da gar nicht zuständig, da sind ja irgendwie die Länder und die Kommunen zuständig. Die
Jahr 30 Millionen plus 5 Millionen für innovative Geschichten, also Ausbau und Modernisierung, genau. Bäder, barrierefrei. Das ist das Geld, das vom Bund kommt. Das ist der Stand jetzt. Was künftig ist, muss man schauen, weil wir sehen ja, dass wir da ja einen Flickenteppich haben und von einheitlichen Lebensverhältnissen in der Republik nicht die Rede sein kann. Aber ich denke, ihr müsst es echt vor Ort klären und vielleicht auch mit anderen Frauenhausbetreiberinnen, wie die das einschätzen. Also so, natürlich, das ist ja innerhalb den 3 Jahren natürlich alles passiert. Ja, also, ich wollte einfach nur auch die Ist-Situation darlegen, weil auch diese Dinge passieren. Ja, es ist nicht so, dass man einfach nur Geld in die Hand nimmt oder Möglichkeiten hat und ein Grundstück und ein Frauenhaus kann entstehen, sondern was mich erschrickt bei der ganzen Sache ist, dass von der Idee bis heute ja noch kein Antrag, also 3 Jahre die Bürokratie und die Umstände so lange brauchen, bis überhaupt eine Entscheidung getroffen werden kann. Und dann ist die Frage, bis es gebaut wird, bis es eingeweiht wird, wie lange wird es dann dauern? Was ich vorhin schon sagte, Kommunikation ist das A und O bei all unseren Sorgen, Problemen und Kümmernissen. Ich weiß nicht, inwiefern Ihre Beziehung ist zur örtlichen Zeitung. Es gibt ja in Würzburg eine Tageszeitung. Ja, es gibt in Würzburg einen Radiosender. Es gibt einen Fernsehsender. Es gibt Studios. Das muss man kommunizieren. Und damit muss man auch die anderen manchmal leider ein bisschen unter Druck setzen. Vom Bürgermeister angefangen. Ich glaube, Sie haben eine Bürgermeisterin in Würzburg, wenn ich mich erinnere. Also wahrscheinlich ist da ein weites Feld, wo man vielleicht noch aktiv werden könnte, damit sie ihr Problem zu Recht gelöst bekommen, weil Würzburg ein Frauenhaus braucht, weil es dort eben zu wenig Plätze gibt für Frauen in Not, die in Gewaltsituationen leben. Das wäre jetzt so mein Rat. Danke, Frau von Welser. Ich würde Sie trotzdem gerne noch mal an der Stelle mit reinnehmen, nicht nur mit reinnehmen, sondern noch mal daran erinnern. Sima Sima hat ja eine positive Botschaft uns gelassen, hat gesagt, wenn Afghanistan jetzt im Moment in einer schlechteren Situation ist, junge Afghanen und Afghaninnen wissen über Menschenrechte Bescheid. Das haben Sie zumindest mal gesehen, gehört, möglicherweise auch erfahren. Aber das reine Wissen hilft Ihnen jetzt nicht, oder? Im Moment ist die Situation wirklich dramatisch. Sie hat es ja formuliert. Ich war in einer Zeit dort, als es begannen gerade die Taliban, ohne die afghanische Regierung mit den Amerikanern zu verhandeln. Und das war eine schwierige Situation. Die Frauen, mit denen ich mich unterhalten habe, mit denen ich gesprochen habe, auch auf den ländlichen Regionen, die hatten panische Angst vor der Machtübernahme der Taliban, jetzt, was am 15. August eben passiert ist. Und nicht nur so ein paar kleine Anmerkungen bzw. Informationen geben darf. In Afghanistan gab es 300 hoch ausgebildete, engagierte Richterinnen. Diese Frauen haben Täter, islamische Terroristen, Gewalttäter verurteilt, sie ins Gefängnis geschickt. Was machen die Taliban? Am 2. Tag nach der Machtübernahme, am 16. August, lassen sie alle frei. Und jetzt haben diese Frauen panische Angst, dass die verurteilten Täter sie suchen und Rache nehmen wollen. Das ist nur ein Aspekt. Die Richterinnen, was ich so weiß, versuchen an mehreren Orten zu leben, damit man sie eben nicht finden kann. Mädchen dürfen immer noch nicht zur Schule gehen. Sie müssen zu Hause bleiben. Frauen dürfen, und das war an der Zeit, in der ich dort war, nur in Begleitung eines Mannes, übrigens in der blauen Burka, auf die Straße gehen oder mit einem großen Sohn. Ich war in Regionen, wo Frauen gesagt haben, wir dürfen nicht zum Arzt gehen. Warum? Weil kein Mann darf sie betrachten. Der darf ihnen nicht helfen. Die Kinder bekommen sie zur Welt im hintersten Eck ihres Bauernhofes oder ihrer Hütte. Und was haben wir in Afghanistan? Die höchste Kindersterblichkeit weltweit. Also das ist nur ein Aspekt. Ich habe große Sorgen und große Angst, den Frauen, denen ich begegnet bin. Mir bangt es ums Herz und es sind viel zu wenige auch ausgeflogen worden. Es gab Listen und da hat die Bundesregierung, sich nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert. Wir lassen es so stehen und ich glaube, ich spüre das Nicken auf der anderen Seite. Wir kommen zur Schlussrunde. Wir könnten nämlich noch weiter diskutieren, aber wir haben so ein paar Vorgaben, zumal die Herrschaften dort können einfach abschalten. Sie sind jetzt schon seit 2,5 Stunden hier und
benehmen sich Mucksmäuschen still, hören zu. Deshalb, Frau Bredemeier, die Stellschraube, an der Sie vorhaben, das ist jetzt sozusagen eine persönliche Frage, eine von den vielen, die Ihnen jetzt in diesem Kontext am wichtigsten ist, in der Sie im nächsten Jahr weiterarbeiten. Jetzt, ich muss mal schauen, in welchem Ausschuss ich lande, wenn ich wieder, es gibt ein Thema, das mich strukturell sehr beschäftigt, und das ist die Frage der Partizipation von Frauen, das heißt Wahlrecht. Der Bundestag hat ja eine Wahlrechtskommission eingesetzt, da hat die SPD im Moment zwei Leute drin, zwei Frauen plus zwei Sachverständige, Silke Laskowski ist eine unserer Sachverständigen. Also ich habe wirklich Lust für in 4 Jahren, dieses Wahlrecht, es ist ganz viel Wahlalter, dauert Legislaturperiode, Bürgerinnenbeteiligung und so ist ganz viel, aber eben auch nochmal der Frauenanteil, Parität ist ja so ein Ziel, das wir da auch haben, und da würde ich gerne weiterarbeiten. So, ich hoffe, dass das möglich ist, weil dann haben wir schon mal mehr Struktur, und dann können wir die anderen Themen alle auch noch machen. Aber das wäre der eine Punkt, Frage, eine Antwort. Und dann wollte ich noch sagen, so ganz allgemein zu Terre de Femme, wie schön, dass du geboren bist. Wir hätten dich sonst sehr vermisst. Großartig. Frau Kuhn, der eine Punkt, an dem Sie im nächsten Jahr noch weiterarbeiten. Also der Film ist gut angekommen, hat viel bewegt. Und jetzt? Jetzt haben wir endlich bestätigt einen offiziellen Kinostart am 10. März. Herzlichen Glückwunsch. Bedeutet für mich dann Kinotour, Pressearbeit und hoffentlich auch verbunden mit einer Kampagne gegen Machtmissbrauch. Da gucken wir gerade, was wir auf die Beine stellen können. Aber da sind mein Team und meine Protagonistin und ich kräftig dran. Großartig, wir drücken Ihnen die Daumen. Danke. Frau von Welser, so viele Jahre, im nächsten Jahr. Ich gehe an einem Projekt schwanger und suche einen Verlag. Man glaubt es nicht. Und zwar geht es um 5 Frauen, die in 50 Jahren die Welt verändert haben. Die sind sich auch untereinander begegnet. Eine hochspannende Geschichte. Margaret Thatcher, Golda Meir, Indira Gandhi, Chimiravo Bandara Naike und Benazir Bhutto kannten sich auch untereinander. Und sie haben jeweils da, wo sie waren, die Welt verändert. Und das würde ich gerne erzählen und beschreiben. Und das ist hoffentlich dann mein nächstes Projekt. Wow, das Buch möchte ich gerne lesen. Ich denke, also ein paar Leserinnen haben Sie schon. So, und Sie frage ich nicht, liebe Frau Schiller, weil Sie nehmen jetzt den Hut der Panelistin ab und sind jetzt Vorständin Terre de Femme und werden uns in den Abend verabschieden mit Ihrem Schlusswort. Also da bedanke ich mich jetzt bei allen anderen Panelistinnen. Bitte Sie, da sitzen zu bleiben. Vielen lieben Dank. Und Frau Schiller, einmal aufschweben und in die Mitte gehen des roten Teppichs. Und wir freuen uns auf Sie. Danke. Liebes Publikum hier, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, ja, an Ihren Monitoren oder vor Ihrem Fernsehen. Ich glaube, dass die Schwerpunktthemen von Terre de Femme wie häusliche Gewalt, patriarchale Gewalt, sexualisierte Gewalt, Früh- und Zwangsehen auch in Zukunft aktuell sein werden. Vielleicht sogar mehr denn je. Und die Corona-Krise hat uns doch gezeigt, dass gerade die Frauen als erste und im höheren Maße von Krisen betroffen sind. In schwierigen Zeiten steigt die Gewalt an Frauen zu. Und konkret heißt es für Terre de Femme, für uns, dass wir weiterhin auf allen Ebenen für unsere Lösungen uns einsetzen werden, um patriarchale und Gewaltstrukturen zu durchbrechen. Und vor allem werden wir weiterhin unsere Öffentlichkeitsarbeit in der Gesellschaft machen. Und diese Arbeit, unsere Arbeit, kann uns nur gelingen, weil wir eine politisch und finanziell unabhängige Organisation sind. Also wir agieren als eine unabhängige NGO und sind eine außerparlamentarische Organisation und treten als solche an die Politik heran. Das bedeutet,
Also wir finanzieren uns von Spenden und Projektgeldern und das heißt für uns, wir haben keine Denkschranken in unseren Themen und Lösungsvorschlägen. Und meiner Meinung nach ist das immens wichtig und auch gut so. Und gemeinsam mit unseren Mitfrauen und manchmal auch mit Unterstützung von Expertinnen erarbeiten wir unsere Themen und unsere Lösungsvorschläge. Das hat den Vorteil, dass wir immer wieder neue Themen in unser Verein getragen werden. Und wir werden weiterhin und sind wachsam für die genannten aktuellen Themen, aber auch wachsam für neue aktuelle geschlechterspezifische Gewaltformen. Ja, und dafür brauchen wir Unterstützung jeglicher Art. Und hiermit möchte ich mich bei Ihnen und bei allen für Ihr Mitwirken, für Ihr Einsatz ganz herzlich bedanken. Und wenn auch ein kleiner Schritt, ja, und mühselig zu einer Verbesserung von Frauen, die von Gewalt betroffen sind, ja, geholfen werden konnte. Ganz herzlichen Dank. Eizelle und Spermium verschmelzen miteinander und die befruchtete Eizelle teilt sich. Genau jetzt wird bestimmt, dass der Embryo mit 2 X-Chromosomen zur Welt kommt. Als Mädchen. Ein mikrobiologischer Augenblick, der bedeuten kann, später bedroht und belästigt zu werden. Oder eins von 650 Millionen Mädchen zu sein, das verheiratet wird, bevor es volljährig ist. Oder als eine von 200 Millionen Frauen und Mädchen mit verstümmelten Genitalien leben zu müssen. Eine Hundertstelsekunde, die in jedem Jahr für 1 Million Frauen bedeutet, vergewaltigt zu werden. Ein pränataler Moment, der 30% aller Frauen zu Opfern häuslicher Gewalt macht. Weltweit. Dass ein X-Chromosom ein freies und selbstbestimmtes Leben verhindert, ist absurd. Deshalb kämpfen wir seit 40 Jahren dafür, dass ein rosa Bändchen nicht dein Leben bestimmt. Unterstützen Sie uns dabei.